Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mixmash hier auf The Producer Network. Mein Name ist Clemens und in dieser Sendung interviewe ich immer ganz gerne Kollegen, Musiker, Musikproduzenten, Toningenieure, Studiobesitzer, um einfach von denen zu lernen, wie machen die das so, mir ein paar Tipps und Tricks abstauben zu können und einfach nett mit den Leuten zu sprechen, besonders mit Leuten, die ich auch schon vielleicht eine ganze Weile kenne. Und mein heutiger Gast kommt aus Hamburg, einer Stadt, in der ich auch schon wirklich viel aufgenommen habe, in denen es wunderbare Studios gibt, in denen ich zu Hause war. In seinem Studio habe ich leider noch nicht aufgenommen. Ich war da vor 2 Jahren bei der Eröffnungsparty, da können wir nochmal dann drüber sprechen. Aber dieses Studio, das Chefrock Studio oder die Chefrock Studios, sind in der Ausgabe vom Studiomagazin vom letzten Jahr direkt vorne auf der Vorderseite. Wir werden natürlich heute auch über dieses wunderbare Neumann-Pult sprechen und über vieles, vieles mehr. Holt euch was zu trinken. Ich habe hier Stil echt sozusagen Hamburg-mäßig hier Astra und begrüße dementsprechend ganz herzlich meinen heutigen Studiogast Tilman Ilse aus Hamburg von den Chefrock-Studios. Grüß dich, Tilman. Guten Abend, schönen guten Abend, hallo zusammen. Nabend. Na sag mal, hier wird schon gesagt, irgendwie hoffentlich wird heute nicht über Haare schneiden gesprochen oder so. Ja. Was ist mit deinen Haaren los? Bist du beim Friseur schon angemeldet? Nee. Angemeldet schon, aber letzten Termin verpasst, weil das Auto liegen geblieben ist und jetzt ist es irgendwie dreimal so lang wie sonst, aber ja, sieht trotzdem gut aus. Schlimmeres, danke. Wunderbar, genau. Ja, bei mir auch. Ich habe irgendwie nächste Woche habe ich dann, glaube ich, einen Termin oder so, aber ja, heute nochmal ein bisschen gelegt. Du bist in deinem wunderschönen Studio, im Chefrock-Studio zu Gast jetzt gerade. Wo du natürlich Hauptteil deiner Zeit auch so verbringst. Aber du warst ja nicht immer im Chefrock-Studio. Das ist ja jetzt ein Studio, was eben ein paar Jahre alt ist. Du warst aber, bist aber schon eine Weile in Hamburg. Bist du eigentlich gebürtiger Hamburger? Nee, ich komme aus Süddeutschland, aus Baden-Württemberg und bin aber relativ früh in die Nähe von Hamburg gezogen mit 6 Jahren und dann nach dem Zivildienst nach Hamburg und da fing das dann alles an. Im Homestudio tatsächlich. Im Homestudio in Hamburg bei Franz Plaza bist du untergekommen und hast da sozusagen eigentlich letztendlich die Karriere hingelegt, so vom Tellerwäscher zum Millionär, beziehungsweise eher so vom T-Boy zum Studiobesitzer, muss man sagen. Ne? Ja, also, genau. Ich habe als Praktikant angefangen und wurde dann irgendwann Studioassistent und dann gab es noch den Produktionsassistent, da durfte man dann erst ins Studio rein und dann die quasi klassische Quereinsteigerlaufbahn und habe natürlich die entsprechenden Leute dann kennengelernt, wodurch ich dann irgendwann hier gelandet bin, sozusagen. Das heißt, da war wirklich noch hierarchisch das Modell so, dass man da erst T-Boy war oder sagen wir mal erst vorne eigentlich gearbeitet hat, noch gar nicht in die Studios rein durfte, man hat die Leute begrüßt, man hat Kaffee gekocht, genau. In dem Heft steht damals, auch irgendwie... Damals noch Aschenbecher ausgeleert. Ja, genau. Das waren so die Hauptaufgaben und irgendwelche Sachen eingekauft, Besorgung gemacht. Und die eigentlichen Studios hat man aber überhaupt nicht von innen gesehen. Also wirklich nur, um kurz mal einen Kaffee reinzubringen oder um irgendwie zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Wie lange ging das dann so ungefähr? War man dann ein bisschen? Das ging bestimmt ein knappes Jahr so. Also natürlich hat man da immer mal wieder was mitbekommen und dann war ja auch mal Not am Mann. Da musste man mal kurz aushelfen. Und war aber immer der Erste, der kam morgens um 9, 8:30 und keine Ahnung, vor 1, 2 ist man dann nicht nach Hause, an 6 bis 7 Tagen. Und irgendwann durfte man dann auch mal ins Studio und das war dann so die nächste Stufe, das war dann der Produktionsassistent. Da gab es dann auch neue Praktikanten und Assistenten, die dann den Job übernommen haben und da ist man sozusagen eine Stufe aufgestiegen und konnte halt im Studio gucken, wie es läuft und mal an den Computer ran und quasi Tape-Op war der Job dann sozusagen. Ja. Mikros aufbauen, alles wegräumen, Kabel, die ganze Geschichte. Der klassische Weg eigentlich so des Assistenten, wir werden da auf jeden Fall noch drüber sprechen. Ja. Und wenn wir jetzt schon so ein bisschen in der Chronologie bleiben, da kann man ja eigentlich so weitergehen. Ich habe mir schon eigentlich überlegt, erst habe ich so gedacht, ob wir uns beide jetzt heute hier eine Flasche Schnaps hinstellen oder so. Und jedes Mal, wenn der Name Peter erwähnt wird. Peter fällt, dann müssen wir einen Schnaps nehmen oder so. Oder man darf. Schnell raus heute. Ich auch. Ich habe schon gedacht, nee, dann würden wir nicht nach Hause fahren können irgendwie heute. Nee. Oder man darf eben diesen Namen sozusagen nicht nennen.
weil wenn ihn einer nennt, dann, also jedenfalls schwierig. Hast du, das wird schwierig, okay, lassen wir es erstmal noch, vielleicht kommen wir nachher noch dazu, aber du hast da dann Peter Schmidt eigentlich kennengelernt, den ich auch schon hier auf Mixmash interviewt habe mit seinem Assistenten jetzt oder mit seinem Partner Alex Sitnikow, warst du auch Peters Assistent in den Home-Studios so? Genau, also ich war knapp 3 Jahre Produktionsassistent oder Assistent im Home-Studio, in den beiden Studios bei Franz Plaza und habe eben immer mit den Engineers gearbeitet, die dort im Haus waren und ab und zu auch mal bei Fremd-Engineers. Und der Peter Schmidt, der jetzt in Berlin sein Studio hat, die Balsa-Studios, der war sehr oft im Home und hat da gemischt. Und der hatte immer einen eigenen Assistenten und das hat mich immer total beeindruckt und dachte immer, das wär's irgendwie. Und hat mir aber niemals ausgemalt, irgendwie dahin zu kommen. Und dann war es wie so oft der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort. Und so alle 3 Jahre haben seine Assistenten früher gewechselt und dann stand eben wieder so ein Wechsel an. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Und auch eben zeitgleich mit ihm nach Berlin zu gehen, weil er dann quasi sich ein eigenes Studio gebaut hat und so ein bisschen sesshafter geworden ist. Und da bin ich dann kurz entschlossen mitgekommen. Bin nach Berlin gezogen und dachte, jetzt geht's los. Und dann war das aber ein weißer Raum mit schwimmendem Estrich und ein paar Rigipswänden und 2 Schallschutzfenstern. Und dann ging die eigentliche Arbeit erstmal los. Da bin ich auch das erste Mal so mit Studiobau in Berührung gekommen. Und dann haben wir 3, 4, 5 Monate wurde da das Studio gebaut. Heißt das, und ich du war hast halt immer mittendrin. Du hast richtig den Hammer dann da geschwungen jetzt auch so, ja? Nicht direkt. Ich war da eher so Mädchen für alles und helfende Hand und habe immer zugeguckt und habe so Sachen erledigt und das haben schon Handwerker und vernünftige Betriebe gemacht. Also das ist ja alles hochspeziell. Ja. Das wurde dann alles von entsprechenden Leuten gemacht. Aber da habe ich natürlich extrem viel mitbekommen, wie man sowas macht und was da alles dahinter steckt und was es für Fallstricke gibt und auf was man alles achten muss. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Cool. Auch für die spätere Arbeit, weil dann wusste man natürlich, wo geht welches Kabel hin, wie war sich das gedacht und dann hat man sich doch noch an irgendeine Sache erinnert und dann war man da viel schneller am Ende. Ja, genau. Das hat ja dir unheimlich viel wahrscheinlich dafür gebracht, dass du überhaupt in deinem eigenen Studio dann auch letztendlich unheimlich viel selber gebaut hast, oder? Ja, da lag jetzt natürlich eine lange Zeit dazwischen und ich hatte vorher noch ein anderes Studio mit Peter Keller, meinem jetzigen Studiopartner zusammen, im gleichen Gebäude hier, ein paar Stockwerke drunter. Und da ging es natürlich auch los, als wir uns kennengelernt haben damals bei einer Peter Maffay Produktion, erster Peter jetzt. Da hat er mich dann gefragt, da habe ich noch in Berlin gelebt, ob ich nicht, haben wir uns sehr gut angefreundet und ob ich nicht wieder nach Hamburg kommen möchte. Und das war eh mein Plan irgendwie. Und dann bin ich nach Hamburg und haben wir uns zusammengetan und dann bin ich halt in sein Studio gekommen, hier im Zwischengeschoss nannte sich das damals oder nennt sich immer noch. Ja. Und da stand dann ein Neumann-Mischpult unter einem Tuch und war nicht wirklich angeschlossen. Und dann ging es halt los. Dann habe ich mich damit beschäftigt. Dann haben wir das alles an den Start gebracht. Dann kam Equipment dazu. Dann haben wir das irgendwie alles angeschlossen und da rumgelötet. Und es gab so eine freistehende Patchbay. Die war von hinten zugänglich. Das heißt, man konnte da dran brutzeln, was man wollte. Und das haben wir dann auch gemacht. Und oder ich besser gesagt. Und haben dann aus dem eigentlichen, es war ja ein NDR-Rundfunkpult mit irgendwelchen Konferenzschaltungsmodulen. Deshalb habe ich dann die letzten 15 Jahre immer mehr umgebaut, sodass das halt für Musikproduktion taugt. Also die ganze Konferenzschaltung ist rausgeflogen. Können wir nachher nochmal zeigen, Gruppenmodule hinzugekommen, AUX-Module, mehr Preamps, mehr EQs, Group Return Fader, also ein Kram. Also es ist im Grunde genommen jetzt ein klassisches Recording-Pult, nur halt kein Inline-Pult. Und genau, ich muss auch dazu sagen, ich hatte als Kind schon, ich glaube zu meinem 8. Geburtstag oder so, habe ich schon so einen Elektrobaukasten zu Weihnachten bekommen. Also das war schon immer so ein Hobby, sagen wir es mal so. Und das hilft natürlich immens. Ich wollte gerade fragen, Job irgendwie. Quasi. Ja, hattest du sowieso schon sozusagen immer den Lötkolben da genau. am Gürtel? Also das, ja, aber schon als junger Jugendlicher sozusagen schon. Okay. Immer rumgebrutzelt, immer irgendwas, die meisten Sachen kaputt repariert damals, aufgeschraubt, rumgebraten. Und, irgendwann war es dann so, dass die Sachen danach nicht mehr kaputt, sondern eben heile waren. Und das
Hat sich bisher auch ganz gut durchgezogen bis heute. Sehr gut. Sag Aber mal, und man, du hast. klar, man lernt natürlich wahnsinnig dazu, wenn man sich damit beschäftigt, ne, mit diesem ganzen Thema. Ja, voll gut. Genau, werden wir nachher noch irgendwie gucken, was du selber auch für Geräte gebaut hast oder woran du jetzt gerade bist. Du hast gerade gesagt, Zwischengeschoss, Hamburg-Altona ist das, ne? Genau, mitten Und in Altona. eigentlich seid ihr ja immer noch da auch, ne? Also es ist letztendlich, sind es, Ja, wir sind im selben Gebäude, ja. nur quasi im Penthouse, wie man so schön sagt. Ja, Ganz oben. nice. Wir haben es nach oben geschafft. Weil, und da habt ihr denn ja jetzt eine Riesenfläche irgendwie. Wie groß ist euer ganzer Komplex eigentlich, den ihr da so habt? Das sind ungefähr 260 Quadratmeter auf einer Etage und das war vorher so ein Großraumbüro und die sind irgendwann ausgezogen und der Hausbesitzer hat gewechselt und der fand das super, dass überall so kreative Leute sind. Also sie hat noch einige andere Studios und Grafiker und Künstler und Labels und das war für uns natürlich super. Also auch während der Planungs- und Bauphase, wenn man irgendwas ausmessen musste oder irgendwas nachgucken musste, aus welchem Material ist jetzt diese Wand, dann konnte man einfach mal kurz hochgehen und kurz gucken und dann einfach weiterarbeiten, sagen wir eigentlich einen Job. Das war sehr, sehr nützlich. Ja, ihr habt ja jetzt mehrere Regieräume und oder Produktionsräume sozusagen, einen großen Aufnahmeraum, Aufenthaltsbereiche. Wir machen nachher noch eine kleine Studiotour, Ja. so, ne? Aber wie viele Leute seid ihr praktisch da eigentlich auf der Etage jetzt? Wir sind zu dritt. Peter Keller hat seine eigene Regie, ich habe meine Regie hier und dann haben wir noch eine dritte Regie, die ist dauerhaft an den David Schmidt, das ist so ein Hip-Hop-Urban-Producer, wie sich das nennt heute, vermietet. Und der macht da seinen Kram sozusagen. Und das ist aber super, weil immer mal zwischendurch macht er was für uns, wir machen was für ihn. Gibt dann ganz gute Überschneidungen, das ist ganz gut. Ja. Macht Spaß auf jeden Fall. Und man ist halt nicht alleine. Also das nervt ja auch, ne? Man ist ja in dem Job eh schon. Wenn viel online passiert oder hin und her geschickt wird und gerade in der jetzigen Zeit ist man ja sogar sowieso, ne, noch mehr alleine sozusagen. Das ist schon ganz nett, wenn man dann ein bisschen Gesellschaft hat. Und dadurch entstehen immer irgendwelche Synergien und irgendwelche Sachen. Und es gibt ja so einen schönen Spruch, Musik macht man nicht alleine. Und das ist einfach, genauso ist es einfach. Ja, geil. Super. Lass uns doch vielleicht mal loslegen mit so ein bisschen so einer Studiotour. Die erste Frage, die sich vielleicht Leute stellen, ist, wie sitzt der Typ da? Hat Lautsprecher irgendwie hinter sich, die man jetzt gerade irgendwie so sieht? Das sind jetzt gerade, die man da sieht, sind deine Real-Lautsprecher, also die Lautsprecher, die wirklich tatsächlich hinten sind, ne? Willst du uns mal zeigen, was so in Hey, deinem sehe ich jetzt Studio selber geht? gar nicht. Aber ich schalte mal die Kamera um. Also mal gucken, ob ich Genau. das hinkriege. Da. So. Gut. Ja, geh doch mal ein Stück zurück, dann kann man mal das ganze Genau. Genau. Pult ein So, ich bisschen drehe so mich sich einfach angucken. mal um. Genau, ich zeige erstmal das Pult. Moment. So, genau. Und da haben wir das schöne Neumann-Pult. Und Das sag noch ist. mal, das ist eigentlich ein Rundfunkpult gewesen oder was das ist? Das stand beim NDR in Regie 12 und die haben damit irgendwelche Konferenzschaltungen, irgendwelche Talks gemacht und halt ab und zu auch mal was aufgenommen. Und genau, das ist mehr oder weniger, so wie fast alle Neumann-Pulte, ist das eine Sonderanfertigung gewesen. Also das wurde genau nach den Bedürfnissen von dem jeweiligen Kunden gebaut. Das ist auch innen drin komplett handverdrahtet, da ist keine einzige Platine drin. Da ist unten, da sind so, also wirklich so oberschenkeldicke Kabelstränge. Das wurde alles in Handarbeit gemacht. Und genau, hier oben sehen wir sozusagen die legendären Neumann Preamps. Da sind jetzt noch ein paar Slots frei, wo man noch ein paar reinbauen könnte. Und darunter kommt die Reihe mit den EQs. Das sind jetzt ist eine Mischung aus Filtek-EQs und den Neumann-EQs. Die Neumann-EQs waren da ursprünglich drin, die Filtecs habe ich nachträglich eingebaut. Die haben wir irgendwann mal aus einem Pult, was wir bei eBay gekauft haben, ausgebaut. Die sind extrem aggressiv, ich mag die sehr gerne. Und genau, dann kommt die Summenaufschaltung. Da haben wir sozusagen einmal Summe 1, Summe 2 und dann kann man das Signal nach links oder rechts schicken. Dann kommen die Gruppenmodule. Die habe ich auch immer nachträglich eingebaut. Da waren vorher nur diese AUX-Module drin, die wir aber quasi überhaupt nicht gebrauchen können. Und jetzt kann man halt hier mit der Routing-Sektion kann man halt beim Aufnehmen direkt die Kanäle, ohne an der Patchbay rumzufummeln, ins Pro Tools routen. Und das Routing ist auch noch gesplittet. Das heißt, man hat sozusagen 20 Kanäle, die man direkt routen kann.
und eben oben noch 4 Aux-Sends für entweder, ja, im klassischen Sinne hat man da früher Kopfhörermischung gemacht oder Effekte beim Mischen angesteuert. Die kommen heute nicht mehr so richtig zum Einsatz, weil ich da ein anderes System habe. Wie machst du das unten, mit den Headphones? Wie beschickst du die Leute? Ich beschicke das über unser Kopfhörersystem. Das ist hier so ein Behringer-System. Ja. Und das läuft direkt aus Pro Tools raus. Das heißt, man macht einfach, kann ich auch mal kurz zeigen hier, man macht hier einfach Aux-Sends auf und die sind im I/O-Setup so eingestellt, dass die eben auf die 16 Kanäle, das kann ich hier kurz zeigen, hier ist die Mainstation und das geht dann über Netzwerkkabel in die verschiedenen Räume, also alle Regieräume sind auch miteinander verkabelt und dann kann man aus dem Pro Tools raus halt einen Kopfhörermix machen und die Musiker können sich den individuell auf 16 Kanälen zusammenmischen. Ja, perfekt. Und das ist, ja, da kommt man zu viel besseren Ergebnissen, als jetzt hier für 6 Leute mit 4 Monosens Kopfhörer genau. zu machen. Und, beim Mischen benutze ich die auch nicht mehr. Da kommen wir vielleicht später zu dem Mix-Workflow. Genau. Das ist erstmal so die Story zum Pult. Dann gibt es hier natürlich die Master-Sektion mit RTW-Mietern. Dann gibt es ein Goniometer, was ich sehr schätze und sehr nutze. Das zeigt im Grunde genommen alles an, was man wissen muss. Also Frequenz, Lautstärke, Panorama, Korrelation. Da kann man einfach, wenn man das mal begriffen hat, kann man da alles drauf sehen. Und dann gibt es das Korrelationsgrad-Messinstrument, das zeigt einem an, ob der Mix quasi monokompatibel ist. Das heißt, wenn das hier oben im Grünen ist, dann ist alles gut. Wenn es im Roten ist, dann muss man mal gucken. Dann ist es vielleicht ein bisschen zu breit. Hast du eine klassische VU-Meter? Ja, hast du eine Plug-in-Alternative zu dem Goniometer? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist ähnlich gut so? Ja, es gibt die Software Pinguin zum Beispiel. Da ist auch alles drin. Dann gibt es von SPL, glaube ich, eine Metering-Suite von Waves. Da gibt es relativ viele Alternativen. benutze ich aber nicht, weil ich ja immer, also selbst wenn ich in eine Box mische, läuft ja alles über mindestens 2 Kanäle übers Pult, dann sehe ich das halt immer auf dem Ding. Insofern habe ich mich da nicht so wahnsinnig drum gekümmert. Dann ein weiteres wichtiges Meter für mich, das ist ein Doro-Meter. Das ist ein Loudness-Meter. Das zeigt einem quasi die Lautheit an. Und mal mit, das kann man jetzt schlecht erkennen, ich mache mal einfach mal kurz einen Song an hier, dann kann man das sehen. Okay, mehr als eine Sekunde Loop. Genau, man sieht jetzt hier sozusagen, dass das einerseits einen Peakmeter hat, die roten Anschläge rechts, und dann hat es sozusagen den anderen Bereich. Und das ist so ein quasi RMS-Bereich. Also das zeigt halt die Lautheit an. Und da gibt es ja die, von Bob Katz zum Beispiel, gibt es die K-Skala, K14, K20. Das ist so ein empfohlener Lautstärkebereich. Und das haut für meine Art von Mixen immer total hin, wenn ich da irgendwie so zwischen 10 und 14 lande. Ja. Und das kann man auf dem Meter immer super sehen. Hier sieht man jetzt, dass das ein sehr, sehr lauter Mix ist. Ich wollte schon gerade meinen, den slammst du jetzt aber auf jeden Fall, oder? So. Genau, das liegt daran, dass, das darf ich noch nicht zeigen, ist noch nicht veröffentlicht. Das ist, ich mische gerade so ein Musikvideo. Und da findet nur Gesang statt. Klavier und Streicher. Das heißt, da gibt es keinen Bass, es gibt keine fetten E-Gitarren, es gibt kein Schlagzeug. Das heißt, da ist die Dynamik eh nicht so groß. Also da gibt es nicht so krasse Peaks, weil das alles eher so Mellow-Instruments sind. Und da wird man schnell mal relativ laut. Das stimmt. Obwohl die Dynamik dadurch gar nicht so eingegrenzt ist. Also das muss man dann auch wissen, das täuscht jetzt so ein bisschen. So, genau, da im Hintergrund sieht man die Patch Bay. Die ist hier in die Wand eingelassen. Das hat den einfachen Grund, dass die einfach fest an das Pult angelötet war und es gab keine Chance, die abzutrennen. Und außerdem ist die über einen Quadratmeter groß. Das heißt, ich war ganz froh, dass die einfach dann hier in der Schallwand verschwinden konnte. Ist doch perfekt. Genau, das ist ein Lemo-Patch Bay. Genau, hier oben wurde die auch komplett erweitert mit nochmal 2 Lemo-Leisten.
Und hier ist halt, das ist wirklich unkonventionell, da sind die ganzen Kanäle, muss man auch fast sagen, aufgemalt. Da sind dann so alte elektrische Zeichen für Verstärker, für Fader, für Equalizer, für den Preamp. Und ja, da muss man sich dann durchkämpfen. Genau, da ist jetzt totale Kabel-Action, weil hier natürlich gerade ein Mix aufliegt. Und genau, hier ist das Wandlerreck, da kommen wir aber auch noch mal später zu. So, soll ich mal den Rest vom Studio Gerne, zeigen? zeigt, ihr habt doch mal uns noch ein Wenn ich bisschen schon Eindruck, Zeit, ja, das war genau. super. Genau, hier ist das eine Rack von der linken Seite. Da ist auch meine kleine Alternativabhöre, nämlich die NS10s, an die ich mich lange gewöhnen musste und das immer nicht verstanden habe, was die Leute damit anfangen können. Aber mittlerweile höre ich da ab und zu mal drauf und habe die auch extra an der Seite, damit die so ein bisschen, ja, damit die mir nicht so meine Referenz versaut, wenn ich vorm Pult sitze. So, da möchte ich gerne die großen PMCs hören. Und ab und zu mache ich die halt an der Seite an, das ist ganz gut, oder zum Editieren, weil die haben wenig Höhen, wenig Bässe, das stresst dann nicht so auf Dauer. Zeig doch noch mal Und da deine ist, Hauptabhöre kurz, deine PMCs, die du genau, hast. die Hauptabhöre, das sind die PMC IB2S, heißen die, glaube ich, genau. Das sind meine absoluten Lieblingsboxen. Das sind Full-Range-Boxen, die gehen runter bis 22 Hertz, sind extrem verzerrungsfrei, was ich total liebe an denen. Dann haben die eine Advanced Transmission Line, nennt sich das. Das heißt, in dem Gehäuse ist noch ein Kanal aus Holz gebaut, der sich so ein paar Mal faltet und eine Gesamtlänge von, glaube ich, 1,7 Meter hat. Und hier unten ist dann diese Öffnung. Und da kommt phasenrichtig nochmal eine Oktave drunter raus. Und dadurch können die eben so unglaublich tief gehen, ohne da an Energie zu verlieren. Und die haben auch diesen speziellen Flat-Piston-Driver. Das heißt, man kann das hier sehen. Das ist wirklich eine Kevlar-Platte aus so einer warmen Struktur. Und die ist einfach sensationell. Also der Vorteil ist, man kann auch bei extrem leiser Lautstärke hören, ohne dass sich die Frequenzen stark verändern. Also man hat da nicht so einen Loudness-Effekt. Man kann wirklich extrem leise mischen. Und hat da einen vernünftigen Frequenzgang. Ja. Das ist super. Genau, in der Mitte auch Center Speaker, auch von PMC. Genau, und das ist wie gesagt meine Alternativabhöre oder die nehme ich zum Editieren oder einfach, was man da auch sehr gut checken kann, das wissen ja auch die meisten, ist Vocal Level, das kommt immer ganz gut. Und dann gibt es noch eine ganz kleine Abhöre, die ist ja auch ins Pult eingebaut. Das war ursprünglich, war das für Talkback, da konnte man an die Kommando ins Studio geben und die konnten zurücksprechen. Die habe ich einfach irgendwann als Abhörer angeschlossen. Sind zwei Geil. sehr nah beieinander liegende Lautsprecher, ist im Grunde genommen Stereo, aber ist mehr oder weniger auch eine Punktschallquelle. Und das ist so wirklich so Küchenradio-Style. Das kann man auch mal ganz gut benutzen. Und genau, hinterm Pult liegen noch irgendwelche Aura-Tones, aber die sind gerade nicht angeschlossen. Ja. Und dann gibt es noch mehr Speaker. Da kommen wir zu der Geschichte hier. Das ist links Side Surround, Left Back Surround. Dann haben wir Right Back Surround und Right Side Surround. Und dann haben wir hier oben ne? High Right, Left Right. Und dann gibt es hier hinten noch High Right Back oder wie das heißt. High Left Back. Genau, das ist quasi, sind die Lautsprecher fürs Atmos-Setup. Und hinterm Pult ist noch ein Subwoofer versteckt. Und genau, das bildet unser Atmos-Setup. Das heißt, du hast die Corona-Zeit eigentlich jetzt so genutzt und hast letztes Jahr dann Atmos installiert, so in deinem Studio, ja? Genau. Also, Genau. und was sind das jetzt für Mischungen, die du in Atmos machst? So, ich drehe mal kurz die Ja, Kamera wieder genau. um. So, sehen wir mich hier wieder. Das Setup gibt es noch nicht so richtig lange. Ich stelle ihn mal wieder kurz hin. Und ich habe jetzt für die Band, die wir produzieren, habe ich einen Mix gemacht. Oder da folgen auch noch ein paar mehr. Das ist aber alles noch nicht veröffentlicht. Und dann gibt es eine Künstlerin, von der hören wir später auch noch was. Da gibt es auch einen Atmos-Mix. Den haben wir sogar, das ist für ein Musikvideo und das Musikvideo haben wir auch hier gedreht. Und da haben wir direkt auch Atmos-Mikrofone hingestellt. Also da, es gibt ja so verschiedene
Möglichkeiten, Mikros zu platzieren, also Decca-Tree, diese klassischen Sachen. Dann gibt es den Hamasaki Square. Und jetzt im Zuge von, also das sind im Grunde genommen, zu dem Decca-Tree sind das 4 Mikrofone im Quadrat. Und jetzt im Zuge der letzten Jahre mit Dolby Atmos haben die Leute halt rumgeforscht. Und jetzt gibt es den Hamasaki Cube. Und das sind sozusagen, muss man sich wie einen Würfel vorstellen, ein quadratischer Würfel. Und an allen 4 Ecken sind eben, an allen 8 Ecken sind eben Mikrofone platziert, die sozusagen diagonal einfach nach vorne, hinten, rechts, oben, links, unten strahlen. Das platziert man dann irgendwo, die sind so ungefähr 1 Meter auseinander. Und dann hat man einen extrem guten Raumeindruck und das ist halt eine super Mischung zwischen Laufzeit und Intensitätsstereophonie oder Stereophonie kann man ja gar nicht mehr sagen, ja. Aber eben Laufzeit und Intensität. Und die 8 Mikrofone, auch wenn Dolby Atmos natürlich 12 Kanäle hat, die 8 Mikrofone, die reichen völlig aus, um da einen super realistischen Raum zu erzeugen. Cool. Und ist das jetzt, und das ist wirklich, wirklich spannend. Ist das jetzt so eine neue Sache denn für dich, irgendwie plötzlich da in so einem 3D-Raum so zu sitzen? Wie ist das Erlebnis, wenn du da... Ja. Und Sound von also oben. Also ich kenne das seit... Ich kenne das seit 2007, da war ich damals im Galaxy-Studio und habe dem Ronald Prent assistiert, der ja auch ein absoluter Vorreiter schon damals mit 5.1 war, da hat er mit dran gewerkelt. Ist jetzt nach Amerika gegangen, hat da eines der fettesten Dolby Atmos und Auro und weiß der Geier, was es noch für Surround-Formate gibt. Also ein wirklich tolles Studio. Und der hat damals schon mit dem Studiobesitzer haben die Auro 3D entwickelt. Und da habe ich das erste Mal gehört, 2007. Und das war absolut irre. Lautsprecher oben. Und da haben sie eine Aufnahme vorgespielt, die sie in der Kirche gemacht haben. Und irgendwann hat es angefangen zu regnen während der Aufnahme. Und dann hörte man halt oben, wie der Regen auf das Dach prasselte. Und das kam eben dann auch wirklich von den Lautsprechern oben. Also das war absolut beeindruckend. Das ist im Grunde genommen realistischer als in echt, muss man sagen. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend, ja. Mega. Und genau, so ein paar Mischungen. Wenn mal eine Dolby-Mischung kommt, dann höre ich mir das natürlich gerne an. Ja. Tierisch. Wie? Und eben auch mit den, ne, mit den EarPods jetzt, die EarPod Pros, die können ja auch in Verbindung mit einem Apple-Gerät, können die ja auch Dolby Atmos. Und weil das funktioniert auch eben auch auf Kopfhörern. Mhm. Mit Head-Tracking, das ist wirklich beeindruckend. Also wenn man bei Apple TV über, ich will jetzt keine Werbung machen, aber über ein iPad mit EarPods sich einen Dolby Atmos-Film anguckt, das ist irre. Das ist wirklich, wirklich, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Dann steckt man eben plötzlich drin. Zeig doch nochmal weiter da, dein Rack, wo die NS10 drauf waren. Dann kannst du nochmal deine Studio-Tour da weiterführen. Nochmal ein bisschen irgendwie. Genau. Nochmal umschalten hier. Zack. Ja. So, genau. Zu dem Rack komme ich gleich. Das hat nämlich unmittelbar mit meinem Mix-Workflow zu tun. Ich gehe mal weiter hier. Hier haben wir zwei schöne Lunchboxen. Gefüllt mit allerlei Preamps, angefangen bei Links Classic API, das ist eine amerikanische Firma, die sozusagen API-Nachbauten anbietet, klingen sensationell, sind sehr günstig, kann jeder, wirklich jeder zusammenlöten. Daneben gibt es Neve-Clones sozusagen, die irre sind, das ist von der französischen Firma Soundscape, da heißen die, absolut einer meiner Favorite Preamps. Dann ein uralter Bausatz, den ich mal irgendwo ausgegraben habe, von API 525 Kompressoren. Gut. Und aktuell mein neuestes Zeug sind die beiden parametrischen Equalizer, auch von Classic API. Sowas habe ich lange nicht gehört. Also die klingen irre gut. Das ist unglaublich. Man kann bis zu 15 dB aufdrehen. Entschuldigung, 12 dB. Ist natürlich in jedem Mix viel zu viel, aber es klingt trotzdem immer gut. Also egal, was man mit den Dingern macht, man kann reindrehen und rausdrehen. Die sind unglaublich musikalisch, die sind niemals harsch. Das ist wirklich, ich habe mir die einfach so zum Tracken gekauft, aber seit ich die habe, sind die sind immer fest auf meinem Mixbus. Die gehen da eigentlich nicht mehr runter. Ach krass. Ja. Okay. Und ich habe jahrelang ohne Equalizer auf dem Mixbus gearbeitet, weil ich damit nicht so zurechtgekommen bin. Aber seit ich die habe, immer drauf. Wirklich, wirklich eine Granate. Dann ne, die API 560, auch Klassiker, grafische Equalizer. Ja. Wie man anhand der Kurve schon erkennen kann, benutze ich die für Bassdrum und Snare.
Und genau daneben ist die Color Palette. Das ist auch so ein von Do-It-Yourself Recording Equipment. Das ist so ein Analog-Plugin. Da sind innen drin so drei kleine Steckplätze und da kann man dann verschiedene Steckkarten draufstecken, was man gerade möchte. Tape Saturation, Verzerrer, Equalizer, alles Mögliche. Bei mir ist da sozusagen ist ein Optical Disruptor drin. Das ist ein optischer Kompressor, der aber nur die obere Halbwelle komprimiert. Sehr interessantes Teil. Dadurch entsteht wirklich ein angenehmer, leicht angezerrter, leicht ankomprimierter Sound. In der Mitte ist das Distorter-Studio drin. Das ist dem, ich weiß nicht genau, wie es heißt, Porter-Studio, so ein Kassettenrekorder. Dem ist das nachempfunden, weil der eine ganz spezielle, trashige Verzerrung hatte. Also das heißt, die drei oberen Regler sind für verschiedene Effekte sozusagen zuständig, ne? Genau, Und also dann. du hast hier den Optical Disruptor, hier ist das Distorter-Studio und hier unten ist der Level-Lock, Shure Level-Lock drin sozusagen. Ja. Und dann kann man die einzeln aktivieren und den Anteil sozusagen regeln. Ne? Man kann auch nur einen benutzen oder man kann in alle drei reinballern und dann gibt Ja. es eben noch den Output-Regler, je nachdem. Also da kann man wirklich von der sanftesten, leichten Anzerrung bis zur totalen Zerstörung kann man da alles mitmachen. Und Aber wenn man alles das Dinge, rausnimmt, für die man eben auch, also die man selber zusammenbauen muss dann auch Nee, schon, ne? Oder ist das? man kann das auch fertig kaufen. Das kostet Okay. dann halt ein paar Mal mehr, aber das, ja, das kann jeder quasi für sich selbst machen. Ich hatte mal so eine ganz wilde Lötphase, da habe ich relativ viele Sachen gemacht und genau, dann, und das geht mir auch relativ einfach von der Hand und ich hab dann eine gut ausgestattete Werkstatt, deswegen ist das relativ schnell gemacht manchmal, wenn Machst es du auch sowas wenige eigentlich Bauteile für, sind. machst du sowas für andere Leute auch? Also würdest Ja, ab und du. zu mal für Freunde oder so, wenn man jemand fragt, irgendwie, dann mache ich sowas mal. Aber Aber du machst eigentlich jetzt nicht ja. Service oder Wartung oder so Nee, für nee, andere. nee. Okay. Nee. Dann muss man ja mit Garantie anfangen und so. Das ist alles nichts. Das ist Ja. zu viel Action. Und das ist nicht Ja. mein eigentlicher Job, ist ja ein anderer. Ja. Genau, dann gibt es hier Elysia, den Expressor und den Character. Das sind auch sehr, sehr schöne Geräte. Den Expressor benutze ich relativ oft für Percussion oder für Drums. Der ist nämlich extrem schnell und der hat auch eine negative Ratio, kann man hier unten einstellen, von 0 bis minus 1,6. Das heißt, der kann dann auch so richtig so Upward-Expander-mäßig anfangen zu pumpen, wenn man das möchte. Das ist auch sehr interessant und er hat einen Mixregler. Und das beste Feature ist hier, das ist der Gain Reduction Limiter. Das ist eine abgefahrene Funktion. Das heißt, man kann sozusagen, wenn er jetzt auf 6 steht, dann wird der Kompressor nie mehr als 6 dB komprimieren und alles, was darüber hinaus, erhöht weiterhin den Pegel. Das heißt, es ist halt eine ordentliche Kompression fahren. Wenn aber irgendwann wirklich mal eine sehr laute Passage kommt, die auch laut sein soll, dann geht die über diese 6 dB Gain Reduction nicht hinaus und der Pegel erhöht sich einfach ein bisschen. Ah, cool. Das ist ein sehr nettes Feature manchmal. Genau, und dann gibt es hier noch ist auch so ein von der Firma TBDD, heißt die, glaube ich. Das ist, wie man unschwer erkennen kann, ein originalgetreuer Nachbau mit dem Originalbauteil vom Dimension D, den es ja auch schon lange nicht mehr Ja. gibt. Mein absoluter Lieblingschorus. Und der hat glücklicherweise einen Wet-Dry-Regler. Das fehlt im Original. Das ist sehr angenehm. Den benutze ich eigentlich auch so gut wie immer. Anwendungsbereich, auf was nimmst du immer? Vocal, Bass? Oder was nimmst du gerne? Vocals, tatsächlich Bass manchmal und Akustikgitarren, Keyboards, alles Mögliche, manchmal sogar Schlagzeug-Overhead. Nice. Okay. Da kann man immer richtig schön mit rumprobieren und das ist wirklich easy. Also ja, es gibt halt drei, vier Knöpfe und das Ja, war's. genau. Geil. Gibt es noch so ein Chart? Ich habe auch immer so ein Chart an der Tür kleben, da steht drauf, was die machen, irgendwie schnell, viel, langsam. Aber meistens macht man das eh dann nach Gehör, Ja. sozusagen. Aber auch einer meiner Favorites. Genau, dann kommt ein Federhall. Ich bin sehr großer Federhall-Fan. Das ist jetzt eins von Vermona. Und darunter ist direkt ein altes Hi-Fi Kenwood Reverb.
Das ist ziemlich, ja, ziemlich trashig, aber das mag ich, weil ich das mag, wenn man Reverb hören kann, wenn das jetzt nicht so ein ultra feines, ich mag einfach, wenn die Sachen einen eigenen Sound haben. Und Und außerdem hat das hier noch so eine Leuchtanzeige und flackert dann immer völlig wahnsinnig. das in dem Vermona ist ja wirklich eine richtige Spring drin, ne? Ist eine richtige Das, Feder drin. Und ist was ist in dem genau, da ist eine Kenwood? richtige Ist das Feder. auch irgendwie ein mechanisches? Das ist, nee, das ist elektronisch. Das ist irgendwie aus den 80ern. Da hatten die Hersteller mal so eine Phase, da meinten die den Leuten, für ihre Stereoanlage Heilgeräte verkaufen zu müssen, damit die den Sound so ein bisschen aufpeppen können. Und dann haben die halt einfach komplett alles da durchgeschickt. Geil. Und es klang natürlich dementsprechend irgendwie. Und ab und zu ist das mal ein ganz interessanter Effekt. Genau, dann kommt hier ein kleines Rack mit SSL. Einsteckmodulen, die sind aus einer Broadcast-Serie, ist die 5000er-Serie. Ja, ist schon der SSL-Sound, aber finde ich nicht besonders spektakulär. Ja. Links sind vier Preamps und rechts sind vier EQs und genau, das war's. Benutzt du Dann gibt es also nicht hier, so oft die SSL-EQs sozusagen dann? ja, ich benutze die ehrlich gesagt, wenn ich eine große Session habe und mir die Preamps ausgehen. Dann ist das so meine letzte, ja, dann greife ich da sozusagen zu. Und was ganz nett ist, man kann an den Preamps einen Knopf drücken und dann werden die EQs in den Preamps geschaltet. Man kann die direkt mit aufnehmen. Das ist ganz nützlich. Und genau, die, ne, wie man das von SSL-EQs kennt, wenn man dran dreht, dann passiert auch richtig was. Aber genau, Geschmackssache. Dann haben wir hier zwei alte Dolbys. Die habe ich mal geschenkt bekommen. Und diese Dolby-Einsteckkarten, die habe ich von Pierre-Oliver Margeron, Pomme heißt der, habe ich die mal umbauen lassen. Aha. Der hat auch einen Kompressor gebaut, den Boiler-Kompressor von Rich Farm Industries, den kennt man vielleicht Ja. auch. Kann ich gleich noch zeigen. Und der hat diese Dolby-Module, da hat er die Frequenzbeschränkungen entfernt. Das heißt, das sind jetzt im Grunde genommen Full-Range-Kompressoren. Und das, was man da reinschickt, das kommt halt einfach überhaupt nicht mehr so raus. Das wird halt richtig krass komprimiert. Und das funktioniert super auf Backing-Vocals, auf Bläsern. Aber du nutzt Oder das wenn man wahrscheinlich einfach trotzdem nur. parallel dann irgendwie. Also schiebst du das dazu, so? Genau, das wird dann dazugeschoben über eine Gruppe oder sowas, Ja. genau, weil als Insert Zu krass. ist das nicht zu Ja. gebrauchen. Das ist zu heftig dann, ja, Ja. genau. Genau, also das war das mittlere Rack. Dann haben wir hier noch ein Rack, das ist so ein klassisches Dunner-Rack. Das sind dann so Module, die sich mit der Zeit eben angesammelt haben, weil wir uns damals sehr mit diesen Rundfunkmodulen beschäftigt haben. Da ist links, das ist aber nur ein Platzhalter, eine alte Bandmaschinensteuerung. Dann kommen die zwei beigen Kompressoren, das sind zwei Neumann-Kompressoren. Sehr, sehr schöne Kompressoren, die benutze ich sehr oft für Kick und Snare oder für E-Gitarren. Sehr, sehr schön. Daneben sind zwei BKE-Kompressoren. Das sind so, ja, die sind sehr, sehr fragil, die gehen ständig kaputt, die haben ständig irgendwelche Macken, sind sehr aggressiv, weil das auch Fettkompressoren sind, also mit einem Feldeffekttransistor, ähnlich wie ein 1176. Die benutze ich aber immer weniger, weil das ist Glückssache, ob die einen Mix überleben oder nicht. Die müsste man eigentlich mal komplett Ja. auseinandernehmen. Aber ich habe da schon mal reingeguckt, das ist ein Albtraum da drin. Dann kommen die schönen Präsenzfilter, heißen die. Die können einfach wenig, aber das machen sie gut. 60 Hertz, 15 Kilohertz und so ein paar wählbare Mittenpräsenzen. Die sind sehr angenehm, eignen sich auch super für E-Gitarren. Genau, daneben kommt ein Nachbau von einem F Quatsch, von einem SSL-Buskompressor. Glaube ich, das erste Teil, was ich mal gebaut habe vor 15 Jahren oder so. Da gab es damals, gibt es ja wahnsinnige Internetforen, wo man sich zuschmeißen kann mit Bausätzen und mit Anleitungen. Genau. Und Hochtiefenzerrer von Eggmüller. Die können auch nichts außer 10 Kilohertz plus minus und 60 Hertz plus minus. Ja. Relativ schmaler Anwendungsbereich, sage ich mal, aber die kann man ganz gut auf Overheads oder Räumen benutzen, weil die einen sehr, sehr weichen Klang haben und 10 Kilohertz kann man da öfter mal gebrauchen und 50, 60 Hertz kann man
da ganz gut mal wegdrehen. Die kommen aber auch nicht mehr so oft zum Einsatz. Cool. So, dann kommt einer meiner Lieblingsgeräte, ganz kleine dänische Steckkarten. NTP heißt die Firma. Und das sind Peak Limiter. Die sind permanent auf meiner Summe. Und man darf sie jetzt nicht erschrecken. Die heißen zwar Peak Limiter, aber die haben nichts damit zu tun, was ein Software-Peak Limiter macht. Also, wenn die arbeiten, dann sind die immer noch dynamisch und haben eine Attack-Zeit von einer Millisekunde. Also, das ist weit entfernt von True Peak Limiting. Die haben aber einen schönen Lundahl-Trafo, haben einen super klingenden VCA und haben so eine ganz spezielle Eingangsstufe. Zero Field Transformer heißt das. Das ist irgendeine Kombination aus einem ganz kleinen Eingangstrafo und einer elektronischen Schaltung, was dazu führt, dass man den Trafo-Sound hat, aber in den tiefen Frequenzen keine Sättigung auftritt. Und das ist natürlich für die Summe optimal. Und ja, über Lundahl-Trafos muss man ja auch nicht große Worte verlieren. Das sind ja mit die cleansten Trafos, die es gibt. Ich liebe die Dinger, die sind immer an. Da kann man auch kaum was einstellen. Man kann irgendwie Gain einstellen, Limit-Level. Da wird nichts dran rumgefummelt. Die bleiben immer so stehen und machen so ein, 2 dB. Und da kommt noch so ein bisschen extra Punch um die Ecke. Und das ist einfach wunderbar. Ja, sag du doch noch mal vielleicht für die Leute, die so einen Lundahl-Transformer noch nicht so gehört haben, wie würdest du den Sound so beschreiben, wenn das durch diese Transformatoren geht, so? Ja, ich habe mich in letzter Zeit intensiv mit Transformatoren beschäftigt. Da kommen wir vielleicht auch noch zu. Unter anderem auch mit dem Per Lundahl gesprochen und die haben einen ganz netten Spruch auf ihrer Website. Da steht, If you can hear it, it's not from us. Also die Okay. haben wirklich sich auf die Fahne geschrieben. Also man verbaut ja keine Transformatoren, um sie hören zu wollen. Also das macht man heute, ne? Heute ist das so ein Vintage-Element. Früher war das eine technische Notwendigkeit. Ja. Und da ging es darum, dass die möglichst wenig färben, einen möglichst weiten linearen Frequenzgang haben und nicht, dass die irgendwie vintage oder warm oder fett klingen, sondern einfach, dass die ihren Job machen und das Signal eben galvanisch trennen und dabei möglichst wenig Verluste haben. Und genau das macht Lundahl sozusagen nach wie vor, weil es immer noch Applikationen gibt, wo man das genau das braucht oder will. Also wenn man will, dann Und könnte man das sie ist als clean und geschmeidig irgendwie vielleicht beschreiben oder so, genau, ne? Ist irgendwie genau. so ein. Die sind schnell, die sind clean, die sind sauber. Ja, und ich kann jetzt nichts speziell zu dem Trafo sagen, weil das natürlich immer ein Nee, Zusammenspiel nee, mit dem klar. ganzen Gerät ist, aber die Dinger, da gibt es einfach einen extra Punch. Das ist natürlich auch durch den VCA, das ist ein diskreter VCA, den haben die selber entwickelt. Das, genau. Das ist jetzt, das mit dem Lundahl-Trafo ist sozusagen das i-Tüpfelchen noch oben drauf. Und darunter hast du noch Allison Research, ja? Genau, so, das ist das krasse Gegenteil. Das sind Gainbrain 1 Yes. von Allison Research. Das ist übrigens die Frau von ihm damals gewesen. Da hat er einfach ihr Foto als Logo genommen. Und das sind 4 Gainbrains, das sind Fett-Kompressoren und daneben sind 4 Gates, die heute keine Anwendung mehr finden, weil man braucht keine Hardware-Gates. Das ist viel zu gefährlich, damit aufzunehmen. Wenn die mal irgendeinen Schlag nicht mitnehmen, dann ist der halt weg. Irgendwie sowas würde ich nur noch im Rechner machen. Aber die Gainbrains, die liebe ich. Also die sind bei mir permanent im Einsatz. Die verwende ich ab und zu mal auf Schlagzeug, aber hauptsächlich auf E-Gitarren eigentlich. Und die geben der E-Gitarre noch so einen Punch, das ist nicht auszuhalten. Und selbst wenn sie 12, 18 dB Gain Reduction machen. Das ist wirklich irre. Und die sind schnell, die sind dreckig. Ich liebe die Dinger. Also davon kann ich gar nicht genug haben, ehrlich Cool. gesagt. Da gucke ich immer nach. Hier kommt schon die Frage dann von Max auch, wie viele I/O, wie viele Inputs, Outputs sozusagen gibt es in dem Studio? Wie bindest du dieses ganze Equipment jetzt in den Mix ein, beziehungsweise wie viele Channels kannst du gleichzeitig aufnehmen? Sollen wir mal noch rübergehen zu deinem Ja, Inputs-Rack sozusagen da? Mit deinen. genau. Ich gucke hier mal um die Ecke. Wir haben hier mehrere Interfaces. Also wir haben ein Pro Tools HDX-System. Wir haben hier zwei Lynx Aurora-Wandler, die können jeweils 16 rein raus. Das heißt, ich habe am Pult 32 Kanäle
die ich aufnehmen kann und mit denen ich mischen kann. Und darunter ist noch, sind noch zwei Avid-Interfaces. Die sind ausschließlich dafür da, da sind meine ganzen Hardware-Effekte angeschlossen. Und die haben auch noch digitale Ausgänge, da sind dann noch die Kopfhörerstation ist da angeschlossen mit 16 Outputs. Und da kommen wir jetzt sozusagen, genau hier oben ist jetzt in letzter Zeit noch ein extra Rack dazugekommen für so ein paar Inputs. So, das lag hier gerade rum, da habe ich was ausprobiert. Da kommen wir jetzt zu diesem Rack hier. Das heißt, die ganzen Geräte, die du uns gerade auch gezeigt hast, die EQs, die Kompressoren und so weiter, sind alle analog eingebunden in das Neumann-Pult eigentlich mehr oder weniger. Die kommen hier alle an der Patchbay an. Genau, ja. Da gibt es irgendwie Patchpunkte und hinten sind ganz viel Multicores und die muss ich sozusagen stecken und dann kommen die halt hier in den Insert von einem Kanal. Also ganz klassisch quasi. Und dann gibt es eben das Rack hier. Das sind nur Effekte. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, das sind alles Hallgeräte, außer dem Tape Delay unten. Da haben wir einmal einen schönen Quantec. Das ist eines der ersten digitalen Hallgeräte aus den 80ern. Ein absolut geiles Teil. Ich bin froh, dass es heute funktioniert. Da ist immer irgendwas damit. Es gibt zum Glück noch jemanden, den ich anrufen kann, der mir dabei helfen kann, weil Vintage-Digitaltechnik ist wirklich, das macht überhaupt keinen Spaß. Ja. Dann haben wir den absoluten Reverb-Klassiker, den kennt jeder. Phil Collins, In the Air Tonight, glaube ich, das Schlagzeug-Solo. Oder ist das In the Air Tonight? Ich glaube, da ist eigentlich so Eventide 2016 da, 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 da. Ja, aber kann AMS geht das auch sehr sein, gut also, auf jeden Fall. Ja, ja. Genau, so, also das hat diesen klassischen Non-Lin-Reverb-Sound und auch ein paar schöne Ambient-Sounds, aber das ist jetzt auch gerade wieder kaputt. Das ist eigentlich, hatte ich im ersten Corona-Lockdown hatte ich ja Zeit, da habe ich das komplett refurbished und dann lief es ein paar Monate und dann ist jetzt wieder irgendwas kaputt gegangen und bisher hatte ich noch nicht den Nerv, mich da wieder ranzusetzen, weil ich auch das Plugin habe und das ist auch ähnlich gut. Dann gibt es hier ein Yamaha SPX 900, Lexicon PCM 70 und nochmal ein Furman Sound Spring Reverb und ein sehr interessantes mit Chromfrontplatte, nice. PV Valverb. Das ist ein Röhren Spring Reverb. Wow, cool. Sehr schön. Sehr, sehr schöner Sound mit einem Tremolo drin. Und dann gibt es hier unten noch das Space Echo. Und die sind alle nicht an der Patchbay angeschlossen, sondern die sind eben alle hier unten an dem Avid-Interface angeschlossen. Und das ist alles in Pro Tools eingebunden. Das heißt, ich kann hier sozusagen unter Output, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, ich muss hier mal auf den Rechner gucken, genau. Da sieht man sozusagen, ich gehe mal ein bisschen näher ran, wo bin ich hier? Genau. Hier gibt es einmal unter Output das 480, das Lexicon, das habe ich jetzt noch nicht gezeigt. Maschine 1, Maschine 2. Dann haben wir noch ein BX20, das zeige ich auch gleich nochmal. Das ist ein riesen Federhall von AKG. Da gibt es auch beide Maschinen. Mhm. Dann gibt es den Quantec, den AMS-Hall eben, dann SPX, PCM. Und dann kommen hier die beiden Spring Reverbs und das Tape Delay. Achso, genau. Und die EMT Goldfolie, die steht hinten bei der Couch. Das sind die Hardware-Effekte. Die kann ich in Pro Tools einfach, da kann ich sozusagen hier einen Send aufmachen. Und das hier, das geht dann einfach in das Hardware-Gerät über das Interface. Und dann erzeuge ich einfach einen AUX-Track als meinen Rückweg mit dem entsprechenden Input und kann dann sozusagen in Pro Tools den Hardware-Effekt, kann ich den Send steuern und den Return. Ja, genau. Das heißt, ich kann schöne Fahrten machen, ich kann den Return fahren und ich kann auch muten, solche Sachen. Und genau, kann ich nochmal kurz zeigen. Da steht das ist eine schöne Goldfolie von EMT, das ist der Nachfolger von der großen Hallplatte. Wahnsinnig schöner Sound, kann man auch fernsteuern. Genau, und dann ist hier haben wir eben schon gesehen, noch ein schönes altes Lexicon 480. Benutze ich auch sehr gerne. Wobei man aber auch sagen muss, dass das UAD-Plugin, also das klingt nahezu identisch. Das ist wirklich, wirklich irre. Ja, geil. Genau, und hier ist so ein kleiner Maschinenraum. Hier ist unser Computer-Rack mit ganzen Festplattenanschlüssen. UAD, Octo,
dann Expansion-Chassis für Pro Tools und so weiter, genau. Und dieser riesenbraune Kasten, das ist der AKG Federhall. Der hat zwei riesen Hallspiralen drin, die sind ungefähr über einen Meter hoch. Und genau, hier oben ist das ist die Base-Unit von dem Lexikon. Super. Und das ist total super. Das ist quasi so, weil wenn ich mische, mische ich immer Hybrid oder meistens, weil sich das total anbietet. Und das muss ich alles nicht mehr stecken. Das ist alles im Rechner angeschlossen und da kann man einfach, es ist wie ein Plugin. Also man macht einen Send auf und einen Return und dann kommt das alles sofort an und zurück. Und man muss keine großen Recalls machen, weil natürlich bei so vielen Highgeräten, da benutze ich dann auch Presets manchmal. Oder ja, veränder das gar nicht. Oder hab zum Beispiel, hab ganz bestimmte Programme, die ich für alle möglichen Sachen benutze und da ändere ich dann nicht unbedingt viel. Und so kann man mit den schönen alten analogen Sachen arbeiten und kommt halt total schnell voran und ist auch ganz gut recallfähig. Das ist, was extrem wichtig ist. Also man kann heute nicht mehr einen halben Tag mit einem Mix-Setup vergeuden oder so, das geht nicht mehr. Ja. Du musst das irgendwie routen und loslegen. Super, quasi. Genau, kommen wir, glaube ich, gleich nochmal so dazu, zu diesem Mixflow und zu dem anderen Rack. Ich würde sagen, ich gönne dir mal eine Pause, dass du mal da ein Schlückchen nehmen kannst und wir hören uns mal, du hast ja ein paar Songs einfach auch reingeschmissen hier in den Abend. Sollen wir uns mal von Into My Vault vielleicht What You Feel anspielen? So ein Rock-Song? Erklär kurz, was du da gemacht hast. Into My Vault ist eine Band, die sind damals auf uns zugekommen, weil sie ein paar Gitarrenaufnahmen machen wollten und hatten schon ein, zwei Songs und dann hat der Sänger, der Bandleader, der Gitarrist, der Jan, der hat irgendwas von Sylvia Messi erzählt. So, der hatte noch eine andere Band und die hat schon mal eine Platte für ihn gemischt und das war super irgendwie und ich habe die einfach angerufen und dann ist sie ans Telefon gegangen und hat die gesagt, ja, mache ich. Und dann haben wir natürlich gedacht, okay, alles klar, Sylvia Messi, das wäre natürlich mal super interessant. Und dann haben wir gesagt, pass auf, wir machen hier die Gitarrenaufnahmen für dich und du organisierst, dass sie hierher kommt und die Platte mischt. Und dann meinte er, ja, alles klar, mache ich. Und dann ist das so gekommen. Und dann haben wir mit ihm ein paar Gitarrenaufnahmen gemacht und dann irgendwann kam Sylvia und hat hier 5 Tage eine EP gemischt von denen. Ach, geil. Das war irre, weil ich mag die total. Ich verfolge die schon ganz lange, was die so macht. Hat auch ein paar Platten gemischt, die ich total liebe. Und das war natürlich für mich, war das natürlich irre, ihr da zu assistieren quasi. Und die ganzen Geschichten natürlich zu hören, die sie zu erzählen hat. Und so ist das halt eben gekommen. Und darüber haben wir uns mit der Band angefreundet und haben angefangen, die Platte, die ich jetzt gerade die letzten Wochen mische, zu produzieren. Und davon ist das der einer der ersten Songs. Super, What You Feel. Ja. Spiele ich einfach mal an und wir können Spaß. Uns ein Schlückchen nehmen. Ich mute mal unsere Mic so und genau. Dann schmeiße ich es mal an. Mach mal, ja. Genau.
Jawohl. Super nice. Ja. Richtig, was so klassischer Rock eigentlich mal wieder, ne? Also gar nicht, genau, gar nicht. Das ist ein Oldschool 90er auf die Mütze. Ja, nicht so oft zu hören irgendwie heutzutage, finde ich so richtig. Nee. Das irgendwie so. Hier ja, sind die noch. Die Jungs sind super. Also die sind einfach, die kommen hier rein, irgendwie jeder spielt sein Zeugs und so. Das ist irgendwie geil. Geil. Hier sind noch ein paar Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Und zwar fragt Max einmal: Ist das Pult anfällig? Wenn ja, wie oft muss man Teile tauschen? Und ist die Konsole unempfindlich? Gute Frage. Also die ist eigentlich unempfindlich, aber wie mit allen mechanischen Sachen, wenn man so einen Fader nicht einmal die Woche bewegt, irgendwie dann landet da Staub drin, dann muss man das schon mal so hin und her rubbeln irgendwie, oder man muss ein paar Knöpfe drücken oder ein Relais hängt mal oder sowas. Das geht eigentlich, aber ansonsten ist die nach Rundfunkstandard gebaut. Also die ist unverwüstlich. Man kann auch, das ist alles trafosymmetriert, bis man das Signal hört, geht das, glaube ich, durch 9 Trafos. Man kann beim Mix abziehen, kann man sein Telefon aufs Pult legen. Es gibt keine Einstreuung, gar nichts. Also das ist alles doppelt und dreifach geschirmt. Da passiert überhaupt nichts. Manche Leute sind ja so abergläubisch oder wie auch immer, die lassen das Pult während der Produktion immer an. Das mache ich nicht. Schalte das jeden Tag aus, jeden Tag ein. Gibt es überhaupt nichts. Also das ist eines der solidesten Pulte, die ich kenne. Ja. Und durch diese Modulbauweise ja natürlich auch dann eben eher, wenn mal irgendwo was ausfällt, kann man schnell ein Teil. Genau, dann nehme ich eine Kassette raus und stopfe eine neue rein und dann geht's weiter. Genau. Hier ist noch eine Frage auch, Lobos Libres fragt, macht jemand, der noch ein Analogstudio betreibt, sich zwischendurch mal den Gag, denselben Mix über Analog und Digital zu mischen und das dann miteinander zu vergleichen? Ob man sozusagen nicht digital auch ein ähnliches Mix oder sogar ein besseres Ergebnis kriegt, ist die Frage. Den Luxus erlaube ich mir nicht, weil das wahnsinnig zeitaufwendig wäre, das so zu konfigurieren, dass das wirklich vergleichbar ist. Bei mir geht das eher um den Workflow. Also ich mische auch manche Sachen nur im Rechner, habe aber immer meine Summenkette, weil ich die total mag und weil ich auch selbst mit den Plugins, die mir zur Verfügung stehen, nicht zu dem Ergebnis komme, wie ich mit der Summenkette komme. Das klingt einfach nie so und ich bekomme die Dynamik nicht hin, die Lautheit bekomme ich nicht hin. Da habe ich mich schon lange von verabschiedet. Ich nehme einfach meine 3 Geräte und da weiß ich, was passiert. Ja. Ich habe vor Ewigkeiten mal, als ich noch angefangen habe damit, also vor über 12 Jahren mit dem Pult hier auch, man lernt ja immer dazu und meistens ist man selber das Problem und nicht die Gerätschaft. Und am Anfang hatte ich mit der Gain-Struktur von dem Pult so ein bisschen Schwierigkeiten. Ich war immer zu laut. Und alles hat schon unangenehm gesättigt oder war einfach überfahren. Und dadurch dann wird das alles klein und eng und der Frequenzgang verändert sich und es ist einfach nicht mehr schön luftig und offen. Und und ich habe dann damals den Summierverstärkern die Schuld gegeben. Dann habe ich angefangen, andere Summierverstärker zu bauen und einzubauen und zu testen. Und hatte dann von API hatte ich eine Kassette mir organisiert und habe die so umgebaut, dass die da reinpasste. Und von SSL. Und habe dann einen Mix, den ich aufliegen hatte, über diese unterschiedlichen Summierkassetten aufgenommen. Und wenn man dann die Phase gedreht hat, dann blieb also nahezu nichts übrig. Also die Ähnlichkeit, obwohl es wirklich 3 komplett unterschiedliche Ansätze waren, diese Mixbusse zu konstruieren von API mit ganz anderen Trafos als SSL ohne und Neumann mit den Haufe-Trafos. Es war 99,5%ige Ähnlichkeit. Also diese analoge Summierung ist in meinen Augen ein bisschen überschätzt. Ich muss auch dazu sagen, ich würde den Unterschied wahrscheinlich nicht hören, ob jemand was im Rechner summiert oder ob das jetzt selbst über das Pult, was ich in- und auswendig kenne, geht. Das würde ich mir nicht zutrauen, zu sagen, was da was ist. Das geht vielmehr darum, was man in den einzelnen Kanälen
an Bearbeitung macht sozusagen. Benutze ich einen analogen EQ, benutze ich einen Kompressor und am Ende habe ich irgendwie 15 oder 17 oder drei Geräte, die alle irgendeine Macke haben, also im positiven Sinne, die irgendwie unharmonische Verzerrung erzeugen oder welche Artefakte auch immer analoge Geräte eben erzeugen, was ja die Plugins immer versuchen zu emulieren. Ja. Und selbst wenn man zwei, drei analoge Geräte hintereinander steckt, dann ist schon da eine Anpassung oder eine Nicht-Anpassung vorhanden, was dann den Sound wieder beeinflusst. Das sind so viele Variablen, da ist, glaube ich, analoge Summierung die kleinste, ehrlich gesagt. Ja, ja. Also letztendlich ist es halt sozusagen eine Frage der Inspiration als Mixer auch, ne? Letztendlich, glaube ich, landet man immer eigentlich wieder so bei dem gleichen Ding, wo man einfach sagt, ich drehe da gerne rum und dadurch, dass ich daran sozusagen rumdrehe, habe ich ein haptisch anderes Erlebnis mit dem Sound, den Sound zu bearbeiten, als ich das mit der Maus und meinem Plugin irgendwie habe. Obwohl, es geht eigentlich gar nicht so darum, ob das mit dem einen besser oder schlechter klingt oder so, sondern es geht einfach um, was für Tools benutze ich und in welchem Fluss kann ich eigentlich, glaube ich, bleiben, um mich kreativ da austoben zu können. Ne? Und wenn man einfach sagt, oh, ich liebe diese Geräte, ich finde diese Kompressoren geil, weil man die schon 10, 15, 20 Jahre lang kennt und weiß, da drehe ich zwei Knöpfe und fertig, dann ist das letztendlich ja auch schneller, als ein Plugin aufzumachen und da, ne, und für andere Leute, die das Plugin schon ewig kennen, die machen das Plugin auf, sagen, das ist mein Preset, damit klingen die Vocals immer tierisch und so ist es halt mit irgendwie den anderen Geräten auch. Also ich glaube, es ist gar nicht mehr so, ja, es ist halt einfach eine Sache, wie man da am liebsten in seiner Küche sozusagen kocht, glaube ich. Ne? Ich guck hier nochmal. Also es gibt schon... Es gibt schon so ein paar Geräte, wo ich auf jeden Fall sage, da unterscheidet sich die Hardware von der Software. Das ist auf jeden Fall der 1176, der Kompressor. Gerade der Blue Stripe, das ist wirklich, wirklich ein, das kann ein richtiges Biest werden. Das habe ich bisher in dem Plugin noch nicht geschafft. Der AKG BX20, der Federhall, der hat mit dem Plugin nichts zu tun. Also das ist eine ganz andere Welt. Das sind analoge Geräte, die sind alle so unterschiedlich. Die sind so unterschiedlich. Welches auch immer die gemodelt haben, aber den wir haben, der ist jetzt nicht mehr in einem guten Zustand. Genau. Der klingt einfach um Welten besser als das Plugin. Das Lexicon 480 hingegen ist ja ein digitales Gerät, das heißt, da haben die wahrscheinlich einfach die Algorithmen übernommen. Das klingt 1:1 exakt genauso. Da kann ich keinen Unterschied feststellen. Ach, krass. Distressor genauso. Distressor-Plugin klingt sehr, 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 sehr ähnlich zu dem echten. Also das ist dann eben schon was du nerdmäßig schon mal machst, dass du so ein bisschen vergleichst, wie ist es mit der Hardware, wie ist es mit der Software? Ja, weil ich kenne ja einige Hardware, die ich habe, habe ich ja schon über 10 Jahre. Und da weiß ich, wie die funktioniert, wie die klingt, was die macht. Und wenn dann das Plugin rauskommt, Dann checkst du mal. Höre ich im Grunde genommen sofort, ob das genauso arbeitet oder nicht. Und das ist eben bei einigen Sachen so und bei einigen Sachen nicht. Transient Designer auch, da behaupte ich, dass das analoge Gerät einfach, da passiert was, wenn man dann dreht. Das ist, ist nochmal was anderes als die Software. Ja. SSL, Buskompressor, auch ziemlich punchy in der Softwareversion. API 2500, den habe ich leider nicht in echt, der ist leider sehr teuer. Kenne ihn aber auch gut aus anderen Studios, das ist auch eine Granate. Da ist das Plugin, kommt da ganz okay ran, aber auch nicht hundertprozentig. Sprichst du jetzt so auch von den letztendlich auch egal. Ja, genau. Ich finde auch, also es ist ja auch so, dass die... Man muss dann halt drehen, bis man das erreicht hat, was man haben möchte sozusagen. Ja, ich finde auch die Emulation, ob ich die jetzt von UAD nehme, von Universal Audio, oder ob ich die von Waves nehme, die klingen eben auch schon mal unterschiedlich. Ne? Ob ich da den APA 2500 nehme oder einen 1176 oder so, die klingen sowieso alle so ein bisschen anders. Hier ist noch eine Frage von Pop-Polizei, ob du beim DIY-Forum eigentlich bist, beim Group-DIY-Forum. Ja. Soll er dich mal anschreiben? Ja, ja. Irgendwie? Also er fragt sozusagen, wie du heißt. Aber. Oh Gott. könnt ihr auch. Oh Gott. Private Message, würde ich sagen. Ja, das kann ich ehrlich gesagt jetzt gerade nicht sagen, weil ich da Jahre nicht mehr war. Ja, okay. Das weiß ich aus dem Kopf ehrlich gesagt nicht. Also kann er mir irgendwie gerne oder er oder sie mir gerne irgendwie
in irgendeiner Form über dich irgendeine Nachricht zukommen lassen. Dann, ja, einfach Instagram dann bist du ja, du bist ja bei guck ich da mal. Oder Instagram genau. Tillman findet man dich oder ja. Tillman Ilse, auf jeden Fall findet man dich bei Instagram. Ja. Einfach mal eine Private Message da nochmal schicken. Ja. Genau. Aber das ist klar, so quasi, also wenn man damit mal angefangen hat, dann landet man zwangsläufig in diesen ganzen Foren. Also Do-it-yourself, Recording Equipment, Group Do-it-yourself, wie die alle heißen. Also da gibt es noch 3, 4 irgendwie andere. Und immer braucht man irgendwo eine Info und dann meldet man sich mal kurz an und dann ist man da in den Fängen des Internets. Ja, genau. Hier kommt auch gerade Loros Libris hat auch genau das gefragt mit den Heilgeräten, was du gerade erklärt hast. Irgendwie so eine manche Heilgeräte sind sozusagen 1:1 super gemodelt, wie so ein 480L und manche sind eben doch grundverschieden. Hier im Studio nebenan, im Studio Wong, da haben sie auch so eine BX20 Spring und da klingen schon mal die beiden Springs klingen schon mal komplett unterschiedlich. Ja. Aber ja, es ist so krass Magic, wenn man das da reinmacht und man fällt gleich hinten über. Ja. Also auch also cool, das wirklich, dieser BX20 ist ein absolutes Erlebnis. Ja. Da fällt einem nichts mehr ein. Cardigans zum Beispiel, die Long Gone Before Daylight, Long Gone Before Sunshine. Daylight, glaube ich, ne? Peinlich, weiß ich gerade gar nicht genau. Genau. Da ist zum Beispiel der Vocal Sound, der ist mit einer EMT-Hallplatte und mit einem BX20 gemacht. Super nice. Auch eine absolute Favorite-Platte von mir. Ja. Zeig uns doch vielleicht mal die andere Seite da mit deinem Rack noch. Lass uns hier weiter nerden, mal rein, genau. Bevor wir dann mal noch also rüber in den Raum gehen. So, genau. So, hier ist das nächste Rack. Ja, kurz Meldung machen. Genau, da ist von Empirical Labs der Lil Freak. Das ist ein 6-bandiger EQ, glaube ich. Ein Granatenteil. Das ist auch einer der wenigen EQs, wo man wirklich Höhen reindrehen kann und die klingen richtig schön. Der ist extrem musikalisch, der ist, glaube ich, so ein bisschen einem Neve nachempfunden. Es gibt auch so ein paar Bezeichnungen auf der Frontplatte, da steht immer N drauf. Das sind dann hat man sozusagen die Neve-Frequenzen oder den Neve-Q, kann man benutzen, wenn man möchte. Jedes Band lässt sich einzeln an- und ausschalten und der hat auch Class A Output mit einem dicken Neve, also so einem Carnhill-Trafo hinten drin. Mhm. Sehr, sehr musikalisch und auch sehr chirurgisch für einen analogen EQ. Absolutes Favorite-Teil, nämlich sehr gerne für Vocals. Also das macht richtig, ist richtig schön. Darunter Distressor, legendärer Kompressor auch. Muss man vielleicht nicht viel zu sagen, ist der kann so ein paar analoge Kompressoren emulieren, unter anderem LA2A und 1176. Da muss man dann die Sachen entsprechend einstellen. Jetzt zuletzt hatte ich den hier als ein LA2A benutzt, dann schaltet man den auf Opto oder 10:1. Genau. Attack muss auf 0, steht auch unten drunter Attack auf 10, Opto Release auf 0. Dann hat man quasi die Charakteristik des LA2A und das ist ein wirklich, wirklich toller Kompressor. Der klingt sehr schön bis ultra aggressiv. Also man kann hier auch auf Nuke gehen und Distortion 3 einstellen. Und wenn man hier auch noch auf Link geht und der nicht mit einem anderen Kompressor verlinkt ist, dann hängt da irgendeine Steuerspannung in der Luft, die erzeugt nochmal mehr Verzerrung. Ach, echt? Ah, das wusste ich noch nicht. Kann man richtig, richtig durchdrehen. Und man kann auch auf Ratio 1:1 gehen. Dann komprimiert er nicht, sondern verzerrt einfach nur aus der Hölle. Also je nachdem, wie man Input und Output dann einstellt, ist das einfach nur Distortion. Genau. So. Genau. Darunter Summit Audio DCL 200 ist ein Stereo-Röhrenkompressor. Ist so eine Mischung aus Röhre und diskreten Amps drin. Ist extrem clean tatsächlich. Obwohl es, also Röhre heißt ja nicht immer nicht clean. Also ja, genau. Es gibt quasi fast kein Bauteil, mit dem man nicht eine cleanere Schaltung bauen könnte als mit einer Röhre, wenn man sie entsprechend verbaut. Das ist hier so ein Fall. Und TLA 100 ist auch im Grunde genommen Nachbau von dem legendären Teletronics LA2A. Ist aber innen drin ein bisschen, etwas andere Schaltung, aber auch, ich liebe das Teil.
am liebsten für Bass. Ein paar dB-chen, also dann ist alles, ist die Welt in Ordnung. Ja, super gut. Dann kommt hier ne, Klassiker 1176, den habe ich auch mal selber als Bausatz gekauft von Hairball Audio, auch eine amerikanische Firma, da kann man den, glaube ich, für 500 Euro kaufen, das ist auch schon ein paar Jahre her. Heutzutage gibt es die ja für 200 Euro bei Thomann. Klingt sensationell. Blue Stripe hat eine ganz andere Schaltung innen drin als die anderen, andere Trafos, einen anderen Amp. 5 dB mehr Noise und dadurch auch mehr Verzerrung. Das ist richtig. Da muss man, wenn man damit Vocals aufnimmt, dann muss man sich sehr sicher sein, was man tut und was der oder die Sängerin, Sänger von sich gibt, weil sonst ist garantiert verzerrt. Da muss man wirklich aufpassen. Ja. Darunter, da kommt, das ist auch habe ich auch selber gebaut, einer meiner ersten Geräte und der hat jahrelang, musste der leiden, weil ich immer irgendwas umgebaut habe. Das ist mein Summenkompressor. Das ist im Grunde genommen ursprünglich mal einem SSL 4000 Buskompressor nachempfunden. Mhm. Und dann über die Jahre immer mehr erweitert. Also der hat quasi die klassischen Elemente, Threshold, Ratio, Attack, Release und Makeup Gain. Dann hat er hier aber einen Mixregler dabei. Das heißt, man kann den Anteil der Kompression zum Originalsignal regeln. Und dann hat er noch so einen Sidechain-Filter drin, wo man in dem Steuerweg Frequenzen wegdrehen kann, also Bassfrequenzen, dass der halt nicht so pumpt auf Bassdrums und eben tiefe Frequenzen. Und dann hat er noch zwei Sonderstellungen, das sind diese Pfeile hier. Das ist so wie im API 2500, das ist ein Tilt-EQ für den Sidechain. Das heißt, die Höhen werden angehoben und die Bässe werden abgesenkt. Das heißt, eine Kick und ein Bass wird nicht so doll komprimiert, aber eine Snare wird mehr komprimiert. Das gibt manchmal mehr Punch, obwohl weniger Gain Reduction stattfindet. Ja. Und der musste des Öfteren leihen. Da sind auch, also innen drin ist fast nichts mehr original. Da sind diese Zero Field Transformerless Module von NTP drin als Eingangsstufen. Und als Ausgangsstufen sind da Haufe Trafo-Module drin. Das habe ich immer mal eingebaut und ja, klang besser als vorher und dann blieb es drin sozusagen. Und das ist quasi, also der Kompressor, dann die NTPs hier und Entschuldigung für das Karussell. Und die Classic API Dreiband-EQs, das ist meine permanente Summenkette. Ja. Die habe ich immer am Start und die macht auch nicht so viel. Also das Gain Reduction Meter, das macht 2 dB vielleicht oder maximal 3. Und die NTPs, das kann man nicht so genau sagen, weil die haben keinen Gain Reduction Meter. Die haben einfach nur zwei rote Lämpchen, die ab und zu angehen, wenn Limiting stattfindet. Und da muss man einfach hinhören. Und wenn die jetzt durchgängig leuchten, dann ist es vielleicht ein bisschen doll, aber das hört man dann schon. Genau, greife ich einfach nochmal ganz kurz die Frage hier von Max auf. Hatten wir vorhin schon ein bisschen was zu gesagt, ob das Outboard-Gear fest verdrahtet ist oder nicht. Und du hast ja gesagt, deine Effekte sozusagen, sie hängen alle an den Pro Tools-Interfaces dran, sodass du die von Pro Tools verschicken kannst. Genau, hier unten. Dieses analoge Equipment ist aber gepatcht an der Lemo-Patchway, die an der Wand hängt, ne? Genau. Also die Racks auf beiden Seiten, die sind alle fest verkabelt, aber eben fest mit der Patchway. Genau. Und das heißt aber auch, dass wenn du jetzt sagst, der Kompressor, der Limiter, der EQ sind immer auf deiner Summe drauf, dass du jeden Mix, den du machst, über das Pult trotzdem abziehst. Oder? Ja, genau. Also genau. Ich muss ja sozusagen also der Signalfluss ist ja ne, aus dem Pro Tools über die Wandler, über die Patchbay aufs Pult. Und da muss ich ja, um das hier auf die Monitorsektion und auf die Speaker zu kriegen, muss ich das auf irgendeinen Kanal schicken. Also das heißt, es gibt im Rechner zwei Outputs, die nennen sich... Ja, also das heißt, du machst keine internen Mixer, also wo sozusagen das als Hardware-Inserts dann gepatcht ist, irgendwie dieses Equipment, sondern das eigentlich, läuft alles immer übers Pult. Genau, das läuft übers Pult. Also genau, das läuft dann über einen Stereo-Fader, über den Summen-Fader und da ist dann der Insert drin, die kann ich hier an- und ausschalten. Ja. Und dann über die Abhörer auf die Speaker, genau. Das ist immer der,
Mindestsignalfluss sozusagen. Heißt also auch, jeder Mix, den du machst, wird aufgenommen in Pro Tools in Echtzeit nochmal aufgenommen. Also du bouncest keine Mixer sozusagen raus mit irgendwelchen Plugins, sondern alles wird immer analog. Nee, ich bounce analog sozusagen. Ja, genau. Genau. Und hier ist sozusagen, hier sind die Summen-Inserts und die sind eigentlich, ja, die sind eigentlich immer festgepatcht sozusagen. Und ich kann das ja nochmal kurz erklären hier. Hier sieht man sozusagen, also in dem Fall sind die Kanäle von links nach rechts aufgebaut, nicht wie an so einer Tiny Telephone Patchbay von oben nach unten. Das heißt, hier oben liegt das Signal aus dem Aufnahmeraum an. Das kann man hier abgreifen, das geht mit dem Brückenstecker in den Preamp. Das ist dieses Zeichen, das ist das elektrische Zeichen für Verstärker. Da könnte ich das danach abgreifen und irgendwas reinpatchen. Dann geht es in den Kanalwahlschalter, wo ich Impuls sage, ich möchte jetzt einen Mikrofoneingang haben oder ich möchte einen Line-Eingang haben, sprich Pro Tools. Dann habe ich hier einen Insert Point. Das ist vor dem EQ und vor dem Fader. Und dann habe ich hier noch einen zweiten Insert Point. Das ist hinter EQ und hinter dem Fader, aber vor der Panorama-Routing-Kassette. Und ich nehme meistens, also ich nehme immer den Pre-Fader, weil ich natürlich nicht möchte, dass wenn ich ein Level ändere, dass sich meine Kompression ändert. Und den würde man jetzt rausziehen und dann hat man hier eben den Send und den Return. Ja. Und da patcht man dann eben alles, was da auf der Seite ist oder alles, was auf der Seite ist hier, würde man dann da reinpatchen, wenn man wollte. Genau. Cool. Und das ist aber, also das ist flexibel, aber natürlich fest verkabelt, damit die Patchpoints, damit das immer die gleichen sind, die sind ja auch beschriftet dann. Ja, mach doch noch kurz da weiter unten. Genau. Genau. Hier kommt jetzt das nächste Gerät, das ist das Grüne, das ist von Rich Farm Industries. Da hatte ich vorhin schon mal drüber gesprochen. Das hat der Haustechniker damals, der Pom, der hat den gebaut und zwar ist das ein Nachbau vom SSL Listen Mic Kompressor. Die hatten in ihrem Pult einen Talkback-Kompressor. Also beim Talkback ist es ja immer so, dass man soll alle Leute aus dem Raum hören, auch wenn die hinten auf der Couch irgendwas nuscheln. Und deswegen sind diese Talkback-Kompressoren immer, die haben immer eine sehr starke Gain-Reduction eingestellt, damit wirklich das leiseste Signal ankommt und das lauteste aber den Musikern nicht die Ohren weghaut. Deswegen haben die meistens so 20, 30 dB Gain-Reduction. Genau. Und das wurde irgendwann entdeckt, dass das doch ganz geil ist, damit Drums aufzunehmen. Und beim SSL-Pult konnte man den auch patchen. Und der hat den eben nachgebaut als Stereo-Einheit. Und ich kenne den von Peter Schmidt von damals, als ich Assistent war bei ihm, 2005. Der hatte das erste Gerät, das war noch schwarz. Und das habe ich geliebt. Das hat total stark komprimiert und so schön verzerrt. Und dann habe ich mir den gekauft irgendwann und war total enttäuscht. Und habe den angeschrieben, den Pom, was damit los ist. Und dann meint er, ja, er musste die Schaltung ändern. Die Leute haben sich beschwert, das Ding hat immer so gezerrt. Und da habe ich gesagt, das war doch gerade das Geile da. Dann meinte er, ja, nee. Und dann habe ich ihm den halt geschickt und dann hat er mir den umgebaut. Und der ist jetzt sozusagen wie die erste schwarze Version. Also den kann man auch, als Insert ist der nur bedingt zu gebrauchen, weil der wirklich extrem komprimiert. Aber ich liebe den parallel auf Vocals oder Akustikgitarren. Das holt das so nach vorne, das ist irre. Also die ist einfach immer hörbar, ohne dass sie sich aufdrängt. Ja. Das ist total gut, auch bei Vocals. Artikulation kommt in den Vordergrund, selbst in einem ganz dichten Mix bekommt man das extrem nach vorne geholt, ohne dass es zu komprimiert klingt. Ja. Auch, ich merke gerade, ich liebe eigentlich jedes Gerät, was ich habe. Ja, schon. Große Liebeserklärung. Ja, darunter, Boiler fand ich immer als Parallel Drums auch, fand ich irgendwie Matthias. So. Ja, auch super, genau, als Drumgruppe oder so. Da habe ich aber einen anderen entdeckt, kommen wir auch gleich zu. Ja, cool. Der hat auch noch, die haben auch noch ein, zwei andere Geräte, die sind auch sehr zu empfehlen, den Gas Cooker heißt der. Das ist eine Stereo Tube DI und da kann man auch das Tube Gain regeln. Das heißt, das ist eine sehr, 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 sehr schöne DI-Box, die kann ich nur empfehlen. Ja. Rich Farm Gas Cooker. Genau, habe ich leider nicht. Auch immer sehr, sehr schön benutzt auf einer Drumsumme oder sowas. Irgendwie wunderbar. genau, darunter SPL Dynamax wird leider nicht mehr gebaut. Das ist so ein Hau-drauf-Kompressor. Den benutze ich eigentlich immer für Räume, weil der hat hier so einen Effekt-Compression-Button. Wenn man den drückt, dann ist alles klar.
der macht diesen extremen Pump-Effekt, ohne dass man sich groß anstrengen muss. Also man stellt einfach sozusagen die Compression ein, dann sieht man hier, okay, von 0 geht es bis 10, alles klar, dann mache ich 10 dB Gain, erhöhe ich, damit ich wieder auf meinem normalen Pegel bin und dann wird der Effekt-Compression-Knopf gedrückt und dann knallt's. Das war's. Viel mehr kann der auch nicht, aber das macht er sensationell gut. Dann gibt es noch ein Noise Gate, habe ich nie verstanden, das benutze ich nicht. Ja. Also nie verstanden, warum es das gibt, braucht man nicht, ja. Brauche ich nicht. Geil. Eigentlich auch ja, immer auf meiner, Drumspur, Drumraumspur. Das ist nicht immer an, aber einfach den kurz mal anchecken zu können, irgendwie ist obligatorisch quasi. So, dann kommen wir zum nächsten Rack. Ganz oben, ne, auch legendär, Transient Designer. Das war auf jeden Fall ein evolutionäres Stück Equipment. So ein neues Stück Equipment gab es lange nicht davor, fand ich. Was der gemacht hat, das konnte man durch nichts erreichen. Also man wirklich mit zwei Knöpfen, das sind ja vier Kanäle, deswegen acht Knöpfe, aber eigentlich sind es nur zwei Knöpfe pro Kanal, einfach Attack oder Sustain. Und genau das macht er. Attack, bis man nicht mehr kann, oder wegdrehen, bis nichts mehr übrig ist. Sustain, also ohne Ende, mehrere Sekunden kann man da rausholen oder das komplett wegdrehen. Also das ist wirklich, wirklich so ein Soundshaping-Tool. Muss man auch aufpassen, dass man es nicht übertreibt bei Schlagzeug, gerade Kick und Snare. Ja. In dem Fall ist das jetzt bei mir tatsächlich auf der Kick drauf. Die hatte so einen ganz langen boomigen Nachhall und den konnte ich nicht weg-EQen, weil dann ging einfach der Impact verloren. Und dann habe ich einfach jetzt hier das 12 dB. Und bei der Snare ist einfach ein bisschen, 3, 4 dB ist der Sustain erhöht, dass so ein bisschen mehr Teppich rauskommt. Für die Rock-Geschichte, genau. Darunter wieder ein SSL-Kompressor, der auch irgendwann mal gebaut wurde. Der hat es leider nicht fertig geschafft. Der hat aber die Original DBX Gold VCRs drin. Die habe ich irgendwann mal bei eBay geschossen. Krass. Sieht sehr schön aus, auf jeden Fall. Die sehen total toll aus und dann habe ich es aber nicht geschafft, den irgendwie fertig zu machen und hatte andere Sachen zu tun, Studio bauen und sowas. Genau. Auch sehr schöne Teile, ganz alt, 60er Jahre, von Siemens. Sehr schöne EQs und ein Kompressor-Limiter. Das ist auch wieder eine kleine Besonderheit, weil das ist ein Diodenbrückenkompressor. Das ist quasi ein Pendant zu dem NIF 2254 oder so, diese quadratischen Kompressoren. Der hat weder ein VCA, noch ein Opto-Element, noch eine Röhre, noch ein FET, sondern eben über mehrere zusammengeschaltete Dioden. Und der hat einen ganz speziellen Sound. Und das ist tatsächlich schon jetzt seit längerem mein paralleler Schlagzeugkompressor. Der kann auch nicht viel, der kann einfach nur... Der hat einen fest eingestellten Threshold, man kann einfach nur Gain aufdrehen und die Release-Zeit ein bisschen bestimmen. Und das war's. Und ja, geil. Der ballert einfach, kann man nicht anders sagen. Macht total Spaß und ist auch so ein Gerät, das liebe ich ja, anmachen und es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und das ist auf jeden Fall so ein Teil. Genau. Dann kommt der Culture Vulture. Den haben wir mal gekauft, bevor es den, wie heißt er denn? Decapitator von Soundtoys. Soundtoys gab, genau. Yeah. Da gab es nicht wirklich viele Möglichkeiten, Distortion zu bekommen. Und das ist auf jeden Fall ein sehr vielseitiges Gerät. Man kann zwischen Triode, Pentode und Pentode 2, also zwei verschiedene Pentodenschaltungen, kann man umschalten. Und man kann den Bias, also den Basisstrom der Röhre einstellen und eben den Drive, das ist sozusagen Gain. Und dann gibt es noch Overdrive, das ist nochmal so ein Gain-Boost. Damit kann man sozusagen die Röhre so beackern, dass die wirklich alle Facetten der Verzerrung von sich gibt. Und das ist auch ein super Gerät. Den habe ich jetzt bei Into My Vault, bei der Rockplatte, ist der auf ein paar Nummern immer auf dem Vocal dazu gefahren. Super. Weil das einfach so einen röhrigen Wind gibt. Das unterstützt den Sound einfach oder den Song einfach nochmal extrem gut. Kann man auch auf Bassdrum und Snare benutzen.
Muss man aber aufpassen, weil eine Röhre dreht immer die Phase ein bisschen, aber nicht um 90 oder 180 Grad, sondern eben nur um ein paar Grad. Und das führt dann immer zu irgendwelchen Kammfeldeffekten und Auslöschungen und so. Da muss man immer gucken, dass das irgendwie hinhaut. Ist aber bei der Emulation natürlich nicht so. Da hat man das Glück, dass es nicht so ist. Die kenne ich aber tatsächlich nicht. Genau. Dann LA610 ist eine Mischung aus LA2A und dem Röhren-Preamp von Universal Audio oder von Urai damals. Den mussten wir mal für eine Produktion kaufen. Da hatten wir mal jemanden sozusagen, der für uns eine ganze Weile was aufgenommen hat in einem anderen Ort, und da brauchten wir so einen kleinen Channel-Strip. Und dann haben wir den gekauft. Ich werde nicht warm mit dem Gerät. Ich benutze das öfter mal. Habe das auch selber umgebaut, weil der total schnell verzerrt. Also man kann damit kaum Vocals aufnehmen, ohne dass die irgendwie zerren. Und da gab es dann so, ja, haben eine andere Röhre eingebaut, ein, zwei Widerstände getauscht und so, aber das hat nur so ein bisschen was gebracht. Der ist, ja, ist Nicht keiner meiner Favorites tatsächlich. dein Freund so ganz. Nee, ist nicht mein bester Freund. Ist schon ein Freund, aber Genau. nicht mein bester Freund. Ja, genau. Genau. Dann kommen nochmal zwei SSL-EQs, die gerackt sind. Die hatten wir auch mal an einem anderen Ort zum Einsatz. Die benutze ich aber auch selten. Genau. Das war's an Warum Equipment steht da oben so erstmal. ein Telefon drauf? Hast du ein Telefon? Das hab ich kürzlich gekauft. Ein schönes altes Posttelefon, weil ich den Hörer als Mikrofon brauchte. Habe ich einen XLR-Stecker dran und für den originalen Telefonsound. Und ich habe noch ein Natürlich. anderes Telefon. Das heißt, man hat jetzt Stereo-Telefon-Sound. Großartig. Das braucht man mal für einige Stimmen. Ja, ich würde sagen, du kannst dich Warte mal mal, ich wieder drehe mal wieder die ausruhen. Kamera um hier. Genau, dreh doch mal Ja. wieder die Kamera. Ich würde sagen, du kannst dich mal wieder kurz ausruhen, die Haare richten, einen Schluck trinken. Und Entschuldigung. du, alles gut, alles erlaubt. Ich würde sagen, wir spielen einfach noch mal hier eine Nummer an. Erzähl doch vielleicht mal was zu. Was wollen wir hier spielen? Gil Oferim, Freiheit in mir vielleicht? Ja, wir haben die letzte Gil-Platte zum Teil hier aufgenommen. Mein Studiopartner Peter Keller hat die produziert. Und genau, haben wir im Ja. Grunde genommen alles gemacht. Und der Stefan C. aus südlich von München, der hat die zweite Hälfte der Platte gemacht. Und gemischt hat es dann aus Berlin der Moritz Enders. Der hat die Okay. komplette Platte dann gemischt. Also du, Genau, ihr habt kann man mal reinhören. recorded bei dir. Genau. Gitarren, Drums, also genau alles, was da sozusagen Ach, das ist doch dabei super. ist. Dann können wir doch da mal Ja. reinhören. Hier, Freiheit in mir, Gil Oferim, recorded im Chefrock-Studio dann. Genau. Also man fühlt sich ganz kurz an. Jahrelang im Aufbruch. Ohne still zu stehen, will immer neue Kreise ziehen. Blut in meinen Händen, so viele Schlachten hinter mir, doch nichts zwingt mich in die Knie. Ich höre die Stimme eines Mannes, die mir sagt, ist deine Seele auch vernarrt? Lass die Welt ruhig deine Wunden sehen. Hör die Stimme eines Mannes, die mir sagt, egal wie tief du fallen magst, die Kunst liegt darin, wieder aufzustehen. Und ich lauf so weit ich kann, solange mich meine Beine tragen. Auch wenn ich nicht weiß, wo es hinführt, spür ich frei. Höhen und durch Tiefen, marschiert wie ein Soldat, mein Gesicht wieder gefragt.
nicht verbiegen. Was mich nicht umbringt, macht mich stark, so wie es schon immer war. Ich höre die Stimme eines Mannes, die mir sagt, ist deine Seele aufernaht. Lass die Welt ruhig deine Wunden sehen. Hört die Stimme meines Vaters, die mir sagt, egal wie tief du fallen magst, die Kunst liegt darin, wieder aufzustehen. Und ich lauf so weit. Ja, du hast ja echt tierisch viel Erfahrung mit Gitarrenrecordings einfach, ne? Dein Studiopartner ist Peter Keller. Ja. Langjähriger Gitarrist auch so von Peter Maffay. Und also Gitarren sind schon ein Spezialgebiet, muss man eigentlich auch sagen, oder? Ja, da haben wir natürlich seit 15 Jahren forschen wir da dran, mit allen möglichen Amps und Boxen parallel. Und Peter Keller hat ja auch ein riesiges Gitarrenreck, das allein schon eine Sendung füllen würde. Da wissen wir mittlerweile ganz gut, was wir tun sozusagen. Ja. Aber lustigerweise ist das nicht das, was ich am liebsten mache, muss ich dazu sagen. Erzähl mal, was machst du am liebsten? Was nimmst nimmst du am liebsten auf oder mischst du am liebsten? Oder was machst du? Das ist immer so phasenweise. Ich nehm sehr gerne auf, weil ich mag gerne mit Menschen zusammenarbeiten und finde das immer super, wenn Künstler hierher kommen oder man mit Künstlern arbeiten darf und die packen sozusagen aus. Also wenn jemand dir seinen Song das erste Mal vorspielt, dann macht er sich halb nackt vor dir. Oder nicht halb, dann macht er sich nackt vor dir. Das ist sowas, was Intimes. Und das ein Song das erste Mal zu hören oder zu sehen und zu hören, wie der entsteht, das finde ich sensationell. Also gerade wenn es gute Songs sind, das liebe ich. Also wie sich das dann so vom Demo zum fertigen Song entwickelt, das ist grandios, finde ich. Ja, muss ich sagen, bin ich auch immer Riesenfan irgendwie davon. Ich finde diesen Prozess unheimlich, also das bringt für mich auch immer noch tierisch Bock. Ich muss auch sagen, Recording mag ich unheimlich gerne, weil wenn man mit so einer leeren Festplatte oder damals mit den leeren Bändern anfängt und nach wird das so gefüllt und es gibt halt einfach auch unheimlich viele Emotionen so in diesem Prozess, ne, wo die Leute super happy sind über das, was sie abliefern, super frustriert sind, weil sie irgendwas nicht so gut, also es ist so viel up and down. Da lernt man Menschen ganz gut kennen. Ja, und am Ende, hoffentlich, ist es eigentlich immer so, dass die Leute dann halt mit einem positiven Gefühl dastehen und sagen, wow, das ist so geil geworden, das klingt so mega, die Version ist super. Ich finde, das bringt einem so menschlich, persönlich eigentlich immer unheimlich viel. Ja, das ist unglaublich persönliche Befriedigung. Ja, also, gute Belohnung. Das total, ja. Ja, finde ich auch. Gibt es natürlich die Mischphase, das ist dann ein ganz anderer Mut sozusagen. Da kann man sich dann so ein bisschen einschließen und dann so richtig, richtig eintauchen. Ne? Da ist es dann eher kontraproduktiv, wenn dann viele Leute um einen sind, die dann immer so den Finger heben, das soll so und man ist aber nur irgendwas am Ausprobieren oder ist an einer ganz anderen Stelle irgendwie. Das finde ich dann auch mal gut, wenn man so eintauchen kann und sich da so durchwühlt quasi und das dann nochmal auf so ein anderes Level heben kann. Ja, im Idealfall. Lass uns doch mal dann, wo wir jetzt gerade so von Aufnahme auch gesprochen haben, unbedingt mal rübergehen in den Aufnahmeraum. Gib uns doch mal eine kleine Tour, wenn wir jetzt soweit eigentlich in der Regie ganz gut durch sind. Hier so nach anderthalb Stunden, mein Freund. Ich bin redselig heute. Ja, du bist auch Fan von dem, was du da hast. Das ist einfach gut, das merkt man eben. Genau. Ne? Ich schalte mal wieder auf deine Kamera und du gibst uns einfach vielleicht eine langsame Tour, dass man mal so weiß, gar nicht so schnell gehen, ne, wenn du jetzt da durchgehst. So, machen es ganz spannend. Yeah. Genau. So, da waren wir schon. Kleiner Mini-Maschinenraum. So, nehmen wir die Tür auf. Genau. So, hier ist der Eingangsbereich. Hier hängt schon so ein bisschen Tapete rum. Genau, hier ist unser Aufenthaltsbereich. Kleine Filicorder. Auch irgendwie Tapete. Kleine Küche, Kaffeemaschine darf natürlich nicht fehlen. So, dann geht's hier in den Live-Room. So, kleine Stufe. Genau,
sind wir. So, das ist ein großer Aufnahmeraum für heutige Verhältnisse, hat 80 Quadratmeter. Absolut. Das war damals wichtig. Wir wollten maximale Größe, weil das einfach das einzige, eines der wenigen wirklich wichtigen Kriterien für guten Akustiksound ist. Und dann haben wir quasi um jede Lücke gekämpft in unserem Grundriss auf diesem großen Rechteck, was wir zur Verfügung hatten. Genau, und hier kann man sozusagen sehen, hinten ist noch eine Recording Booth. Dann sieht man da eine Regiescheibe, das ist die Regie 2 von Peter Keller. Und hier die dunkle Scheibe ist von unserem jungen Producer. Genau, ich gehe mal nach hinten, ich drehe mich gleich um. Und hier ist halt alles, was ne, Platz wegnimmt und was man eben hier zum Aufnehmen braucht. Gitarrenverstärker, ein bisschen ne, Sportequipment jetzt zu dieser Zeit. Achso, wird auch anders genutzt, der große Aufnahmeraum jetzt. Ja, man darf sich ja nicht treffen und darf ja nirgendwo hin und dann kann man das hier so ein bisschen machen. Ja. Harmonium, hier auch so ein Klassiker, Roland, Jazz-Chorus. Genau, alter Fender-Verstärker. Genau, da haben wir zuletzt Drums aufgenommen in der kleinen Booth. Ampeg-Verstärker, Top-Teil ist jetzt wohl gerade irgendwo anders. Marshall, Vox, die ganzen Klassiker, kleines Piano und eine alte Hammond. Ein Fender Rhodes und noch irgendein Verstärker in der Ecke. Genau, und so ein bisschen Equipment, Mikrofonständer, kleine Sitzecke, Kabel. Genau, ja. Hier sieht man dann mein Regiefenster und Stellwände. Genau, Eingangstür. Genau. Ich nochmal kurz in die Booth. Was ich dich unbedingt mal fragen muss, ist, also ich war ja vor 2 Jahren sozusagen, also im September 2018 ja. Habt ihr euer Studio eingeweiht mit einer legendären Eröffnungsparty. Wie schön, dass das auf jeden Fall vor Corona war. Mein Gott, das wäre so traurig. Ja. Also das war einfach noch echt eine große Zusammenkunft und was ich echt ganz, also war eine super Party einfach auch. Und genau da, wo du hinzeigst jetzt, ne, hinten da in der Ecke war ja praktisch eine Bühne aufgebaut. Es gab Live-Musik irgendwie noch. Und was ich tierisch fand so an diesem Aufnahmeraum ist, dass, also es gibt viele Aufnahmeräume, die sehr technisch, sagen wir mal, irgendwie klingen. Die sind dann vielleicht irgendwie so, weiß noch nicht mal, ob die akustisch denn sozusagen korrekt sind oder so. Euer Aufnahmeraum klingt einfach unheimlich angenehm und die Band hat da gespielt und es war knallvoll, also es waren eigentlich unheimlich viele Leute drin und es fühlte sich an wie in einem Club. Also es war richtig, ja. Es klang richtig super, man hat alles gehört und dann später am Abend, als alle irgendwie draußen waren und überall in diesem ganzen Gebäude verteilt waren, spielte noch eine Band und der Aufnahmeraum war eher leer, so wie halt bei so einem Live-Recording und es klang auch total gut einfach. Also es hatte dann so eine schöne Luftigkeit. Ich finde, es war wirklich ein sehr angenehm klingender Aufnahmeraum. Was habt ihr da für ein... am Peter Arbeiten. Gerade am Ackern. Genau. Auch nochmal richtig schön großes Studio da. Was habt ihr da für ein... Habt ihr einen Holzfußboden da drin oder was macht das... Also wenn du jetzt sagen würdest, du müsstest nochmal einen Aufnahmeraum bauen, weil du hast ja unheimlich viel an diesem Studio selber gebaut. Du hast ja wirklich da krass den Hammer geschwungen. Was würdest du denn so sagen, sind die grundlegenden Dinge, wenn man sich jetzt einen Aufnahmeraum bauen will? Das ist schwer in wenigen Sätzen zu sagen. Also das kommt darauf an, ob man in einem Gebäude ist, wo es noch andere Mitbewohner gibt oder ob man irgendwo in der Pampa ein Haus hat, wo Lärm kein Problem ist. Bei uns gibt es in jedem Raum gibt's einen schwimmenden Estrich mit 10 bis 12 Zentimeter Beton. Das kann man hier auch sehen. Hier ist eine Kante, da berühren sich die beiden Räume nicht. Also da sind überall mehrere Zentimeter Luft dazwischen und jeder Raum hat eine eigene Betonplatte. Das braucht man auf jeden Fall. Die Wände berühren den Boden nicht. Die Decke berührt die Wand nicht. Das kann man vielleicht auch hier irgendwo sehen. Genau, hier kann man das ein bisschen sehen. Dieser bröckelige Streifen in der Mitte, das hat der Akustiker Leberwurst genannt. Das ist eine Mischung aus Korkgranulat und Silikon. Mhm. Und das ist sehr schalldämmend, aber überträgt keinen Körperschall. Also hier sind die Räume sozusagen getrennt. Hier kann man es ganz gut sehen an der Stelle. Man braucht auf jeden Fall eine gute Geometrie. Das heißt, kein Quadrat, kein Rechteck, also keine parallelen Wände sozusagen. Ne? Das ist hier auch so. Die rechte Außenwand, die ist zwar komplett gerade, aber diese Wand läuft schräg ab.
dieser Teil der Wand geht ein bisschen schräg nach vorne. Hier ist nichts parallel sozusagen. Es ist alles verschlungen und verwoben. Und dann haben wir eben komplett einmal ringsrum und eben auch an der Decke Akustik. Und das ist sozusagen, das sind Polydiffusoren. Die sind, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, die sind so leicht gebogen. Man kann das hier am Boden sehen. Mhm. Die haben so eine leichte Biegung. Das heißt, der Schall, der da auftrifft, der wird in unendlich viele Richtungen zerstreut. Und wenn er sozusagen hier auftrifft und zur Seite reflektiert wird, dann landet er in den Absorbern, die sind so 20 Zentimeter breit. Und da wird dann der Rest absorbiert. Das heißt, man hat ein extrem diffuses Schallfeld in dem ganzen Raum. Und der Raum hat keinen eigenen, richtigen, charakteristischen Sound. Das mögen manche vielleicht. Ich mag das auch, wenn man so in so einen Raum kommt, der einen bestimmten Sound hat, aber dann ist man darauf festgelegt. Und man kann danach nichts mehr dran ändern. Und alles klingt eben, alles behält die Größe von diesem Raum. Und das ist hier eben anders. Durch diese extrem starke Diffusion kann man den Raumsound nicht richtig orten. Das heißt, man kann im Nachhinein die Größe mit einem, zum Beispiel mit einem Hallgerät verändern, ja. weil man nicht diesen Raumsoundstempel hat. Und das ist ein extremer Vorteil, finde ich zumindest. Und genau, an der Decke sind quasi die gleichen Module, da sind auch Diffusoren und alles, was nicht weiß ist, sind eben Absorber, weil die Deckenhöhe war ja hier begrenzt. Wir haben, glaube ich, 3,30 oder so und das ist eigentlich ein bisschen zu niedrig, da könnten noch Reflexionen kommen, die man nicht unbedingt möchte. Deswegen sind an der Decke eher Absorber noch angebracht. Genau. Was ist der Fußboden? Der Fußboden, das sieht so ein bisschen aus wie Holz, das ist aber verklebtes Vinyl. Das hatte den ganz einfachen Grund, dass Parkett mögen wir alle. Das wäre aber bei 260 Quadratmetern, wäre das einfach nicht bezahlbar gewesen. Ja. Und das hätte man auch alle paar Jahre neu versiegeln müssen. Also das wäre ein wahnsinniger Aufwand gewesen. Und das ist einfach Vinyl. Das ist, da muss man über nichts reden. Das ist so robust, ist wasserdicht. Wenn da ein fetter Kratzer drin ist, dann schneidet man was raus und klebt was Neues rein. Also das ist die beste Wahl sozusagen für uns gewesen. Ja. Genau, und man musste auch beim Bau nicht aufpassen, weil das ist nur 2 Millimeter dick, da musste man nicht irgendwie noch mit 2,5 Zentimetern für Parkett rechnen und die Türen irgendwie hochhängen und sowas. Das musste man da alles nicht machen. Ist das denn so, dass ihr jetzt auch so, also so komplette Band-Setups da hinten in der Ecke sind ja auch noch Stellwände und so, das heißt also ihr habt auch durchaus Bands genau. da, die eben komplett spielen, die man dann einfach nochmal separiert oder zusammen komplett aufnimmt genau. oder so, ne? Es ist ja letztendlich wirklich alles da, was sich das Musikerherz so wünscht eigentlich, ne? Ja, also man kann, genau, und bei Peter Keller drin sind ja auch noch, ich weiß nicht, wie viele Gitarren der hat, 30 Stück oder so, da stehen nochmal irgendwie 8 Amps drin, also klar. da ist man gitarrenmäßig total versorgt. Das hat sich hier so rausgestellt, dass meistens hier in dem Bereich das Schlagzeug steht, da klingt es am besten. Und drumherum dann die anderen Musiker und meistens Sängerin oder Sänger hinten in der Booth. Mhm. Da gibt es noch so zwei fette Schallschutztüren. Kann ich mal kurz zeigen. Die machen 45 dB. Das ist so, war so das Maximum, was man bekommen konnte, ohne dass es jetzt eine übertrieben teure Sonderanfertigung wird. Das heißt, die kann man komplett zumachen. Und das hat sich total gut als gut herausgestellt, dass einfach die Sängerin oder Sänger, wenn eine Band hier spielt, gleichzeitig mitsingt und man die Takes wirklich auch verwenden kann. Also quasi wie früher, alle spielen zusammen, aber man hat so eine starke Separation, dass man im Nachhinein noch alles austauschen kann. Aber das ist das alte Lied. Also wenn eine Band zusammenspielt, da entsteht ein Vibe, den kriegst du nicht hin, wenn du nacheinander die Sachen einspielst. Also hier wird gerade nicht bei Sängern oder Sängern. Ja, stopp, stehen bleiben. Ich glaube, hier wird gerade gesagt, eine B3 fehlt, aber... Ja, ist nicht, ist nicht keine ganz B3, eine B3, aber, nee, aber... Ja, genau, ich weiß nicht, was ist eine B4 oder ich weiß es nicht genau. Was Kleines, Genau, aber natürlich obligatorisch Leslie das Tube Leslie 147 ist natürlich da. Nice.
Und genau, ganzer Mikrofonkram. Ist jetzt so ein bisschen alles auf eine Ecke, weil wir hier gerade einen Videodreh hatten und da mussten wir Platz schaffen. Ja, wunderbar. Das wird natürlich dafür Genau. auch genutzt. Sag mal, dieses, Ja, und ja, sag ruhig noch. wir haben in jedem Raum Tageslicht tatsächlich, was für uns total wichtig war, weil wir nicht einfach unser Leben in so einem dunklen Loch verbringen wollten. Und Sehr das, gut. das merkt man auch an den Künstlern, die freuen sich da alle total drüber, dass sie nicht in so einem Keller sitzen. Ja. Mega. Sag mal, du hattest mir hier eine Nummer gegeben, Steve Baker, The Live Wires. Ist das bei euch aufgenommen oder? Genau, das habe ich hier komplett aufgenommen. Die haben auch komplett live zusammengespielt. Ja, ist Und doch Steve dann geil. hinten drin und hat da irgendwie Mundharmonika gespielt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das war wirklich beeindruckend. Dann würde ich sagen, Ist passt nicht mein Lieblingsinstrument, aber das, was der damit gemacht hat, war extrem beeindruckend. dann passt das doch genau, wenn ich das jetzt mal anspiele, würde ich sagen, oder? Genau, dann gehe ich mal wieder zurück, ne? Geil. Steppin' High, Steve Baker and the Live Wires. Super nice. Das muss doch Bock gebracht haben. Habt ihr da die ganze Platte Ja, das aufgenommen war oder was? super. Ja, das war aber eine ganz schöne Knüppelaktion, weil wir haben, glaube ich, 12 Songs in 5 Tagen gemacht oder so. Oldschool. Das war ganz schön heftig. Ja, das war ganz schön heftig. Lange, 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 lange Tage mit viel Mundharmonika. Ja. Das war echt. Aber alle happy und Swingt hat sehr Spaß schön. gemacht. Sag mal, Ja. natürlich hast du für diese Aufnahme jetzt auch deine Neumann Preamps von deinem Pult natürlich genommen. Ja, immer. Und da, ne, das sind immer die Preamps. Und jetzt hast du aber ein Projekt sozusagen aus diesen Preamps gemacht. Erklär doch mal kurz ein Ja, bisschen. das ist daraus entstanden, dass die Preamps immer mehr kaputt gegangen sind und die haben so ein lautes Knacken von sich gegeben, dass man wirklich sich die Lautsprecher zerschossen hat, wenn man nicht aufgepasst hat. Und es gab einfach keine Lösung dafür, außer eine sehr teure. Und die Lösung ist teurer, als wenn man sich die Dinger gebraucht bei eBay kauft. Und dann habe ich einfach durch diese ganze jahrelange Forscherei an den Dingern, was man da machen könnte, mit verschiedenen Herstellern gesprochen und was weiß ich was alles. Und es gab immer kein richtiges Ergebnis. Und dann hatte ich irgendwann die Schnauze voll und dachte, also ich habe mich immer geweigert, Neumann-Pult zu haben ohne Neumann-Preamps. Das war irgendwie keine schöne Vorstellung. Und dann dachte ich irgendwann, jetzt langt's aber und ich baue die Dinger jetzt nach. Und jetzt ist es soweit. Dass heute gerade der Prototyp gekommen. Kann ich hier mal zeigen. Das ist hier so eine schöne
Platine. Ja, komm mal nochmal dichter ran. Vorhin hat man es besser noch gesehen. Kann man das hier sehen, genau. Ich gucke jetzt hier nur so durch das Trafo-Loch da oben. Also es steht auf jeden Fall, auf dieser Platine steht richtig bei Tillmann Ilse drauf. Für den V674, genau. Ne? Ja, der heißt natürlich nicht so wie der Originale, das kann man nicht bringen. Aber wir haben hier Stunden verbracht mit Vergleichstests, weil es ist natürlich wie immer so bei, das ist ein 40 Jahre alter Pre-Amp. Es gibt ein, zwei Teile nicht mehr und da muss man dann Ersatz für suchen. Und das habe ich gemacht und ich habe ganz, ganz viele Vergleichstests mit Peter Keller gemacht. Wir haben immer Gitarren aufgenommen, immer mit zwei gleichen Mikrofonen auf der gleichen Stelle und immer die Preamps verglichen. Und er musste dann immer hören und raten, welcher ist. Und ja, es war einfach nicht, am Ende war es einfach nicht mehr zu unterscheiden. Und dann habe ich das Ding irgendwie angeschoben und jetzt steht sozusagen der erste Prototyp ins Haus und dann ist das auf jeden Fall, und das ist eben das Format für die Lunchbox, für die 500er-Serie. Das heißt, die kann ich jetzt einfach in jedes Teil reinstopfen, ohne dass ich irgendwie ein Netzteil bauen muss oder irgendwie Phantomspeisungen noch extra dran machen muss oder auch andere Leute, die Bock haben, so ein Ding zu haben, irgendwie. Für den originalen Neumann-Sound, wenn man Neumann-Mikrofon hat, ist das die ultimative Neumann-Kette sozusagen. Die Waffe. Und, wirst du ja, das dann sozusagen also, anbieten? Also willst du damit in Serienproduktion gehen? Das weiß ich noch nicht. Da müssen noch ein paar rechtliche Sachen geklärt werden. Ja, stimmt natürlich. Genau. Erstmal, ob man das machen kann. Patentschutz und der ganze Kram. Das ist alles ausgelaufen, aber trotzdem. Mal gucken. Erstmal muss er funktionieren und dann müssen noch ein paar Tests gemacht werden. Und es gibt auch eine Komponente, da habe ich jetzt zufällig 100 Stück von gekauft. So New Old Stock. Das wird nicht mehr, gibt einfach einen Transistor, der wird nicht mehr hergestellt. Und ich habe jetzt zumindest europaweit die letzten 100 Stück davon ergattern können. Das heißt, 100 könnte man bauen. Pop-Polizei fragt, ob du nicht mal diese Neumann-Klone von Volker Meier ausprobiert hast. Volker Meier. Mittlerweile, ich habe ihn leider noch nie persönlich kennengelernt, aber wir sind natürlich in regem Austausch. ich kenne die, ich habe ja, der Volker hat ja die OV60 und die PMV70 sozusagen nachgebaut. Die haben nichts mit dem V476B zu tun. Ich habe auch ein paar von den PMV70. Ich bin da kein großer Fan davon. Die sind mir zu müffelig. Deswegen war das immer keine Alternative. Sonst hätte ich das natürlich genommen. Und der Volker hatte das auch schon mal versucht mit den V476, und aber eben aus exakt den gleichen Gründen wie ich das dann gelassen, weil es eben die Originalbauteile eben nicht mehr gab. Und damit musste ich ja auch leben. Und wir haben jetzt aber verschiedene Sachen ausprobiert und ich nehme mit jedem die Wette auf, dass der Unterschied nicht gehört werden kann. Ja. Und ich kenne die Dinger in- und auswendig jetzt mittlerweile. Das ist, ich kann den Unterschied selber kaum hören. Ja. Insofern, ich hab persönlich noch keinen gehört von ihm, aber die werden mit Sicherheit, das wird mit Sicherheit super sein, was er da macht. Cool. Keine Frage. Und er hat mir auch mit dem Puls schon viel geholfen. Der kennt sich ja mit sowas sogar, kennt er sich ja noch besser aus als ich. Auf. Der hat das ja richtig gelernt, im Gegensatz zu mir. Ja. Auf Instagram gab es noch ein Gerät, was du jetzt gerade sozusagen da selber dir zusammengebaut hast, oder du hast ein Foto gepostet davon. Der Controller für deine Dolby Atmos Abhörer, der bis 11 geht, ja. Sogar irgendwie. Ja, der geht bis 11. Spinal Tap mäßig. Ja, hast du den irgendwie gerade da? Kannst du den mal zeigen? Ja, kann ich mal zeigen. Was ist das? Also man braucht ja natürlich, wenn man jetzt Dolby Atmos mischt, braucht man natürlich einen Controller, mit dem man alle Boxen gleichzeitig beschicken kann und solo hören kann. Oder erklär du doch am besten mal. Ja, also es gibt ja zwei Ansätze. Die meisten, die ja sich mit Dolby Atmos beschäftigen, die machen das im Rechner einfach aus Ressourcen- und Kostengründen. Dann gibt es den Dolby Atmos Renderer, der kann das alles. Der kann Solo schalten, der kann Lautstärke machen, aber das läuft alles über ein Interface. Und das schließt den kompletten Einsatz von Hardware aus. Mhm. Und das schmeckt mir natürlich nicht. Und beim Lockdown vor einem Jahr, da war ja wirklich einmal für eine Weile Sense und überhaupt nichts los. Und da habe ich dann
die Chance ergriffen quasi und dieses Atmos-Setup installiert und eben mich auch mit dem Thema Monitor-Controller beschäftigt. Und es gibt einfach kaum 12-kanalige oder mehrkanalige Atmos-Controller. Und wenn, kosten die ab 4.000 oder 5.000 Euro aufwärts. Und das ist natürlich völlig inakzeptabel gewesen. Und dann habe ich mir sozusagen, ich weiß gar nicht, ob man das laut sagen darf, aus zwei SPL Surround-Controllern, die konnten ja 5.1, habe ich einfach einen zusammengelötet. Geil. Das war gar nicht so aufwendig. 2x6 macht 12, also 11 für die Boxen und einen für den Subwoofer dann noch, ne? Genau, genau, man kann das hier sehen, ist jetzt ein bisschen dunkel. Genau, ne, es gibt sozusagen links, Center, rechts, links, Surround, rechts, Surround, LFE. Das ist die Originalbeschriftung von einem. Also so ist es auch in echt und auch die Anordnung der Knöpfe, das ist innen drin identisch. Also das sind die exakt die gleichen Platinen. Da konnte man, glaube ich, nur zwischen zwei Quellen umschalten oder sowas. Mhm. Das sind auch alles die Originalfunktionen, links zu hören, rechts zu hören, Mono, Dim, Mute, All. Und dann gibt es halt unten einfach die zweite Ebene. Das ist der zweite Teil des Controllers und das sind natürlich dann die anderen Lautsprecher, die fehlen. Ne? Ja. Die Side Surrounds, die Rear Surrounds. Schaltet und, man die damit an oder was? Oder mutet man die damit oder was ist das sozusagen? Damit sind die aktiviert. Okay. Sozusagen. Ja. Also ich kann die einzeln ausschalten, wenn ich lustig bin und irgendwie das mache, was man eigentlich fast nie macht oder immer kurz im Rechner oder in der Software macht. Left-Right-Mono, das nutze ich auch ganz oft an den Stereo-Monitor-Controllern. Die sind sehr umfangreich von Neumann. Hier gibt es halt einmal die Mono-Taste, die benutze ich extrem oft. Dann gibt es hier eine Taste, da kann man die Seiten tauschen, also ne, rechts-links vertauschen. Ja. Das ist manchmal ganz gut. Und mit der Taste tausche ich auf der linken Seite die Phase. Genial. Die benutze ich auch relativ oft. Und dann kann man sozusagen bei Stereosignalen, wenn man dann Mono drückt und dann die Seite drückt, dann hört man nur das, was übrig bleibt vom Stereobild. Das ist sehr nützlich, ganz oft. Und genau, das benutze ich halt hier, ne, weil wenn das Atmos-Setup am Start ist, dann ist die Monitorsektion vom Pult nicht mehr in Betrieb. Dann läuft das alles über den Controller. Und dann nutze ich das halt hier ab und zu mal irgendwie. Ja. Genau. Und die größte Herausforderung war im Grunde genommen, diese beiden Potis mechanisch miteinander zu verbinden, weil das ist halt keine digitale Schaltung oder keine Schaltung mit VCA, sondern das läuft wirklich über ein konventionelles Lautstärke-Poti. Und da gab es einfach kein 12-kanaliges Poti zu kaufen. Und dann musste das halt hergestellt werden. Sehr geil. Hier fragt, genau. Max fragt, was war das erste Outboard-Equipment, was du dir gekauft hast? Das erste Stück Outboard-Equipment, was ich mir gekauft habe, das waren zwei Distressor. Ah, das war gute Wahl, 2007. Ich. Ja, die haben mich von Anfang an, haben die mich wahnsinnig beeindruckt. Und ich habe die damals stand der Dollar bei 1,45 und ich habe zwei Stück in Amerika gekauft für zusammen $1,900. Ein absolutes Schnäppchen. Mega, sehr gut. Ja. Guter Deal. Sag mal, das war ein sehr guter Deal. Ja, und eine Frage ist jetzt natürlich noch, für mich noch natürlich eine Frage auch, wenn du jetzt so viel analoges Equipment einbindest, lässt du die Geräte eher so vom Setting? Nee, du hast ja auch dein Neumann-Pult, also hast ja auch irgendwie haufenweise EQs und so weiter. Wie machst du Recalls? Also wenn jemand jetzt einen Monat später anruft, eine Woche später anruft und sagt, Tillmann, zieh doch nochmal den Mix runter, aber die 4, 5 Sachen müssen wir nochmal ändern. Wie machst du Recalls dann bei dir? Also prinzipiell versuche ich, die Leute zu überzeugen, sich bis zum nächsten Tag zu äußern. Sehr gut. Was mal mehr oder weniger gut gelingt, weil das auch fast keiner mehr gewohnt ist, so zu arbeiten. Also der Mix liegt auf dem Pult und ich kann nicht weitermachen, bis der nicht abgehakt ist. Also ich kann natürlich den nächsten Song anfangen, vorbereiten, ein paar Edits machen, Session Import und so und ein paar Sachen mischen, ohne dass ich irgendwas anfasse. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich das machen muss. Und dann wäre es natürlich gut, wenn das bis dahin erledigt ist.
Das verstehen viele Leute nicht. Die rufen dann einfach eine Woche später an und sagen, sie wollen irgendwas anderes noch haben. Wo ich dann auch sage, ich habe das doch alles erklärt. Das ist analog. In dem Moment müssen wir das machen. Und dann ziehe ich natürlich Gruppen ab, um dem vorzubeugen. Also es gibt ja die obligatorischen 5 Mixe, Master, Instrumental, Lead Vocal Only, Backing Vocal Only. Und dann macht man vielleicht eine Vocal Up oder eine Vocal Down, je nachdem. Und ich ziehe dann dazu immer noch Instrumentengruppen ab, also Drums, Bass, Gitarren, Akustikgitarren, Keyboards, Strings, okay. Backing Vocals, nee, so einzeln. Dann habe ich so 10 Stems oder sowas, da kann man dann relativ viel schon draus machen. Aber jetzt habe ich kürzlich eine Record-Software entdeckt und das ist super, das kann ich auch nochmal kurz zeigen. Ja, Templates, da das Telefon holen, zack. So, da haben wir die. Und zwar nennt sich die Software Session Recall. Und wie man hier schon unschwer erkennen kann, ist das sozusagen, habe ich mir da meinen Pult nachgebaut. Und wie heißt der denn? Della Rocker heißt der. Ist ein Franzose. Mit dem habe ich einen ganz guten Draht mittlerweile. Dem schicke ich immer Geräte und sage ihm, ich brauche das und das und ich brauche das und das und mach mir doch mal ein Custom-Modul für mein Pult und so. Und dann macht er das immer. Und dann kann man das kaufen für ein paar Euro. Und zum Beispiel dieses Modul hier, die Summenaufschaltung, die braucht niemand anders auf der Welt, weil die gibt es wahrscheinlich nur in 3 Pulten. Oder auch diesen Summenwahlschalter, den hat garantiert nur unser Pult ja. in der Ausführung. Und den hat er dir dann so grafisch gemacht. Geil. Genau, und dann kann ich halt hier oben irgendwie, kann ich hier dran drehen, wie bei so einem echten Plugin und kann sozusagen sagen, hier, der Kanal ist jetzt Mic-In oder Line-In, je nachdem, was ich am Pult gerade benutze. Oder aber, auch bei den EQs kann ich sozusagen meine Settings einstellen, ne, Bypass aus und übernehme dann die Einstellung von meinem Pult und stelle die in der Recall-Software ein. Hier, das Routen auf Summe 1 nach links. Genau, hier aber es heißt, es ist jetzt natürlich nicht irgendwie gekoppelt mit deinem Pult. Also du steuerst damit ja nicht das Pult, sondern es sieht einfach, es ist einfach damit, nur wie eine Digitalaufnahme, nur genauer. Genau, ich muss es nicht von Hand aufschreiben und kann das hier halt einfach genauso hinstellen. Und der Vorteil ist natürlich dann, wenn man jetzt ein Album mischt, dann kann man für den nächsten Song, da ändert sich ja nicht grundsätzlich alles, dann kann man einfach das Setting übernehmen und das anpassen. Und dadurch spare ich mir natürlich wahnsinnig viel Recall-Arbeit. Und da gibt es noch ganz viel. Da gibt es dann so ein Device-Store. Ich habe mir da alles gekauft, was ich an Outboard habe. Also da kann man hier den Distressor kann man hier noch einfügen. Quasi, dann kann man den einstellen. Ah, okay. Und also jede Woche kommen da 3, 4, 5 neue Geräte dazu und die kosten alle so 2 bis 4 Euro pro Gerät. Mhm. Und das ist die einzige Recall-Software, wo man sich quasi nur die Module kauft, die man braucht. Und die 2 der anderen, die es noch gibt, die wollen alle jeden Monat immer Geld haben. Und das mag ich gar nicht, solche Subscription-Models. Irgendwie dann ist man ganz schnell, hat man da 10, 20 Abos und ist jede Menge Geld los. Sag nochmal, wie heißt und das? Wie, funktioniert auch wie heißt offline. Das? Session Recall? Session Recall, genau. Ja. Gibt es eine Website, kann man drauf gucken. Kann ich nur empfehlen. David heißt der gute Mann. Ganz netter Typ, schnell, genau. Also, ne, dann, der kennt ja auch die Geräte nicht alle in echt. Dann weiß man nicht, ist das jetzt ein gerasterter Schalter oder ist das ein Endlosregler, ja. Dann schreibe ich ihm kurz hier, pass auf, bei dem Gerät ist das gerastert und so am nächsten Tag hat er ein Update da drin. Das ist wirklich, also besser kann man sich das nicht wünschen. Optimal. Sehr, sehr gut. Lass uns doch noch einen Titel spielen, der hier nicht in der Spotify-Playlist drin ist, sondern den ich gerade auf iTunes hier habe, von Pantheon. Ja. 7 heißt der Track. Dazu kurz was erzählen? Ja, Pantheon ist eine Künstlerin, ganz tolle Künstlerin, wie ich finde. Kommt aus Deutschland, hat lange in New York gelebt und macht Zeit ihres Lebens Musik. Und da habe ich das letzte Album gemischt, letztes Jahr, ihr Soloalbum. Das hat sie komplett selbst geschrieben, komplett selbst aufgenommen. Das sind wunderbare Songs. Das ist, man darf gar nicht Singer-Songwriter sagen. Das ist wirklich, das ist richtig, richtig schöne Kunst. Also es war mit das Beste, was ich seit langer Zeit machen konnte. Und ist
Hört es euch einfach an. Also ich bin totaler Fan. Das ist jetzt die erste Single, die wir hören. Die zweite ist auch schon auf Spotify und die dritte kommt jetzt am Freitag raus. Und in den nächsten Monaten gibt es auch eine komplette Vinylauflage davon. Was war aber die Story Kann ich nur mit, was empfehlen. war die Story mit der Nummer auf Spotify? Warum gibt es die nicht auf Spotify? Die wurde von Spotify rausgeschmissen, weil die der Meinung waren, dass die auf irgendwelchen Playlisten gelandet ist, wo es Fake Plays gab. Wow. Und dann haben die leider runtergenommen, was natürlich dramatisch ist für einen Künstler, der irgendwie seit längerer Zeit mal wieder einen Song rausbringt. Dann gehen die Algorithmen da in den Keller. Total nervig. Und Wie ja, gemein. man kann jetzt gar nichts machen, man kann es auch nicht neu hochladen, dann erkennt Spotify das. Ja. Da muss man jetzt mal abwarten, was damit passiert. Aber wie gesagt, auf iTunes gibt es, auf Apple Music gibt es das, auf den anderen bekannten Plattformen. Und hört es euch mal an. Dann hört ihr das jetzt, Ich ja. Super. stehe total auf. Unglaublich schöner Vocal Sound wird hier schon gelobt. Sehr schön. Ja, Echt super, gefällt mir auch sehr gut. super, Danke. super, super schön. Das ist auch komplett, das hat sie komplett analog aufgenommen. Also da ist kein Soft-Synth oder so involviert. Das sind alles irgendwelche alten Keyboards oder Synths, die sie irgendwo sich besorgt hat. Und ich habe das auch so analog gemischt, wie es, also das war ziemlich gut aufgenommen, muss man sagen. Und sie hatte sehr klare Vorstellungen und das sollte sehr, die Atmosphäre sollte auf gar keinen Fall verloren gehen. Und ich musste da im Rechner gar nicht viel machen. Also ich hab mich da wirklich, weil es auch nicht so viele Spuren waren, habe ich mich dann so ein bisschen auf den ganzen analogen Kram wieder konzentriert, weil man ist ja, macht ja schnell mal ein Plugin auf. Ja. Und das war super, einfach komplett analog zu mischen. Natürlich bis auf die DAW, aber das hat richtig Spaß gemacht. Also das war,
War richtig entspannt, weil man guckt weniger auf den Bildschirm, man hört mehr hin, weil immer wenn man dreht, man muss ja nicht hingucken, wenn man dreht, ne? Man fasst den Knopf an und macht klack, klack, klack. Und am Rechner sitzt man immer irgendwie da und macht irgendwas mit der Maus und man kann einfach nicht gleichzeitig konzentriert hören und konzentriert gucken. Das kann der Mensch einfach nicht richtig gut. Und sobald man auf den Rechner guckt, also der Sehsinn ist ja mehr ausgeprägt als der Hörsinn, Ja. kriegt man das nicht mehr richtig mit. Und das ist wirklich ein großer Unterschied, wenn man einfach auf die Musik hört und dann mischt. Das war super. Und auch die anderen Songs, ist ein extrem vielschichtiges Album. Das lohnt sich wirklich mal bei ihr vorbeizugucken. Super. Genau. Lass uns doch mal noch darüber sprechen, vielleicht als letztes so für heute. Wir sind ja schon ewig hier dabei, aber wir hatten jetzt praktisch das Recording und Mixing mit deinem ganzen analogen Gear in deinem Studio, im Chefrock Studios in Hamburg. Du bist aber eben nicht nur in dem Studio unterwegs, sondern du bist auch unterwegs so mit einem weiteren Peter hier natürlich, mit Peter Ja, Brandt. klar. Peter Oder? Brandt von den, damals war es Eurosound, glaube ich, ne? Also einer der bekanntesten und Ja, erfahrensten Live lange her. Engineers und Recording Ja. Mobile Leuten, der überall hingefahren ist, unendlich viele Live-Recordings gemacht hat von Bands und Künstlern und der jetzt eben auch eine Website hat, Remote Recording heißt das, .net. Ja, Remote Recording Network. Network, Genau. ja, genau. Ja. Erklär, was du da gemacht hast mit ihm zusammen oder also außerhalb deines Studios. Ja, also ich kenne den Peter Brandt schon auch schon lange durch Peter Maffay, weil der hat immer die Live-Alben, Tabaluga, MTV Unplugged, und die regulären Alben aufgenommen. Und das ging ja damals, gab es ja mal so eine Welle mit den USB-Sticks. Da konnte man nach dem Konzert dann einen USB-Stick mit dem Konzertmitschnitt mitnehmen. Das war mal so ein Hype für ein, 2 Jahre. Da war er auch ganz vorne dabei und das Live-Business hat sich extrem gewandelt die letzten Jahre. Budgets sind natürlich auch abgestürzt und der ist aber ein schlauer Fuchs und denkt sich immer neue Sachen aus und hat eben dieses Remote Recording Network. Das heißt, es gibt vor Ort nur noch eine kleine Einheit, keinen fetten Ü-Wagen mehr oder keinen fetten Recording-Truck mit einem großen Pult, sondern sozusagen so eine Bass-Unit, die die ganzen Audioverbindungen herstellt, die von der Bühne kommen oder von dem Event, was gerade gemacht wird. Und über deren System, was die sich total ausgeklügelt haben, dann aufgezeichnet wird und verschickt wird. Das heißt, ich kann hier im Studio sitzen und kann den Stream hören, den die mir schicken. Und ich steuere mit meinem Pro Tools deren Pro Tools vor Ort und kann sozusagen von hier aus in der guten Akustik, in der ich das gut beurteilen kann, kann ich den Sound für den Livestream von hier oder von überall auf der Welt machen. Krass, aber Und wie groß ist da denn da ist die Latenz denn so eigentlich? Also wenn du jetzt die Latenz ist 88 Millisekunden. Wahnsinn. Also das ist ja echt Ja. total, total schnell. Also du kriegst Also nicht relevant. also nochmal, also es sitzt jemand bei dem Konzert vor Ort sozusagen. Also es, Genau, und das ist mit der aber kompletten Technik, ne, alle Inputs, alle Mic-Preamps, komplettes Recording-System, Backup-System, noch ein Backup-System. Da wird Multitrack aufgezeichnet Ja. und auf einem Multitrack-System, beispielsweise im Pro Tools-System, da wird der Sound für den Stream gemischt mit allen Multitrack-Kanälen. Ja. Und diesen Computer kann ich von Den hier oder steuerst du. von einem anderen Studio, den kann ich fernsteuern. Ja. Und ich bekomme ein Stereo- oder sogar ein Multichannel-Stream. Den bekomme ich hier rüber geschickt ich glaube sogar PCM-Qualität und kann den dann hören und höre quasi unmittelbar, was ich hier mache. Geil. Und das spart natürlich Reisekosten, das spart Hotelkosten, das spart Personal, das schont die Umwelt und man kriegt einfach ein viel, viel besseres Ergebnis, weil ich in dem Ü-Wagen kannst du nicht vernünftig mischen im Vergleich zu einem ausgecheckten Studio mit einer Ja. vernünftigen Akustik. Ja. Und vor allen Dingen hörst du auch nicht von der Halle permanent die Bassdrum von der PA in deinem Bus irgendwie eine halbe Sekunde später oder Ja, so. klar. Also das hat nur Vorteile sozusagen. Und was Genau, und das haben wir viel gemacht letztes Jahr. heißt das, du warst bei dir im Studio und hast gemischt oder du warst mit Nee. Peter vor Ort und hast Genau, ich war dich um mit Peter die. vor Ort und Sven Raff mit seinem langjährigen Partner und Mitarbeiter.
Und der Ronald Prent hat die meisten Sachen in New York im Valhalla-Studio, in seinem neuen Studio, was er mit Manowar zusammen betreibt. Dort hat er das gemischt. Das heißt, wir haben es sogar nach New York und zurückgeschickt, auch mit dieser niedrigen Lizenz. Unglaublich. Und ja. Genau. Damit, was haben wir gemacht? Wacken war letztes Jahr, trauriger, ne? Trauriger Jahrestag. Das ist jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen. James Blunt in der Elbphilharmonie. Das erinnere ich noch. Da fing nämlich Corona gerade an und da wusste ja keiner irgendwas. Und nachmittags, zwei Stunden vom Konzert, wurde entschieden, es wird ohne Publikum gespielt. Das war so der erste, für mich der erste richtig krass spürbare Corona-Schock. Auf einmal stand er da ohne Publikum irgendwie. Das war bis dahin undenkbar. Also ihr habt es dann eben trotzdem gemacht. Also es war ja mit Publikum. Genau, das war von Magenta TV, genau. Mhm. Diese Street Gigs, glaube ich, hießen die. Und das wurde natürlich fett angekündigt und die ganze Elbphilharmonie war ausverkauft. Und das war ein Riesenaufwand, Fernsehtrucks ohne Ende. Und das wurde dann halt Facebook, YouTube und Magenta gestreamt, eben ohne Publikum. Das war wirklich strange. Das war im März vor einem Jahr. Und genau, dann ging es halt weiter. Das hat gut funktioniert. Und dann kam Wacken. Also dann kam ja Corona, dann war alles dicht, keine Konzerte mehr, nichts. Und dann kam Wacken. Ne? Das erste Mal, dass Wacken nicht stattfindet, kann natürlich nicht sein. Und dann haben sie sich was einfallen lassen. Und da wurde eben in einem Fernsehstudio, wurde eben mit, ich glaube, 8 oder 10 Bands waren das, wurde das dann teilweise aufgezeichnet und teilweise auch live gestreamt. Und da wurde dann dieses dreitägige Wacken-Wochenende wurde dann aus Archivmaterial und Interviews und so zusammengeschnitten. Und zwischendurch gab es eben immer den Stream aus dem Fernsehstudio mit komplett virtueller Bühne. Also da gab es einen riesen LED-Cage. Da hatte jeder, das war auch zukunftsweisend, weil im Grunde ganz neue Möglichkeiten aufgezeigt wurden für zukünftige Konzerte. Also normalerweise hat ja jede Band ihren Backdrop, das ist so ein labbeliger Vorhang irgendwie mit irgendwas drauf. Und da war das halt eine LED-Wand. Das heißt, es waren bewegte Bilder, es konnten Sachen eingespielt werden. Das war wirklich ein audiovisuelles Erlebnis. Der Boden wurde auch integriert. Das heißt, wir haben diese Bühne gesehen, aber die Zuschauer, die haben so eine fette, fette Wacken-Stage gesehen. Mit Publikum und alles animiert und da war auch so eine Kuh dabei und sowas, die da immer gehängt hat. Und dann konnten sie irgendwann, konnten sich per Zoom dazuschalten. Die hat man dann im Publikum gesehen und poppten so kleine Zoom-Screens auf. Und die Fans fanden es tierisch. Also es gab auch, glaube ich, 11 Millionen Streams oder sowas. Und das war wirklich immens. Unglaublich. Und die, sagen wir nochmal, diese ja. technische Geschichte war jetzt so, dass da jede Band ja ihren Monitor-Mixer und ihren FOH-Mixer ja. irgendwie noch dabei hatte, sozusagen. Und, genau. Und du hast mit Peter Brandt diese Signale vom FOH-Pult genommen und genau. digital gewandelt und dann per Satellite sozusagen zu Ronald Prent nach New York gesendet. Ist das genau. ungefähr? Also was genau. ist das für Also es ist ja sowieso, FOH und Monitor ist ja mittlerweile sowieso alles digital. Das heißt, wir hatten einfach mehrere Schnittstellen. Mardi, Dante, Optisch, Coax, alles Mögliche. Je nachdem, was die halt gerade mitgebracht haben. Und die haben ja immer so ein Ringsystem zwischen FOH und Stage-Mixer sozusagen. Monitor-Mixer. Und je nachdem, wie viele Kanäle die hatten, haben wir das entsprechend eingestellt. Und von manchen haben wir einfach nur einen Stereo-Stream bekommen. Den haben wir dann nach New York geschickt. Da gab es eine eigene Glasfaserleitung, haben die gelegt, damit das wirklich eine störungsfreie Übertragung war. Da lief nur das drüber. Und das hat Ronald dann sozusagen gemastert. Und manche haben aber auch Stems rausgeschickt. Ja. Das war dann sozusagen so ein Stems-Mix oder Stems-Master, wie auch immer man das nennen möchte. Ja. Genau, und das kam dann zurück und dann ging es zum Ü-Wagen und da haben die dann Latenz zwischen Bild und Ton angepasst. Bild hat ja sowieso immer eine viel größere Latenz. Insofern, die mussten trotzdem noch den Ton verzögern. Und dann wurde das so rausgeschickt und das war Studioqualität. Also kann man nicht anders sagen. Das war wirklich richtig gut. Absolut zukunftsweisend, muss man sagen. Krass. Und also wirklich dieses Hin und Her sozusagen. Ihr habt dann auch ja den fertig gemischten Sound wieder gehört, einfach bei euch in der. Genau, wir konnten umschalten. Wir konnten ja zwischen Multitrack, den Stems, dem Mix, der rausging und der Mix, der zurückkam und der Sendeton, der vom Fernsehwagen kam. Da muss man auch mal aufpassen. Das konnten wir, da konnten wir mal hin und her schalten. Ja. Geil,
Super geil. Was steht da weiter sozusagen an? Also ich meine, es ist jetzt natürlich eine. Also gibt's, bei Remote Recording? Genau, oder? Ja, bei Remote Recordings. Habt ihr schon Wacken Ende für März, dieses Jahr geplant? Ende März ist ein kleiner Festival-Gig in Hamburg in einem Club. Da steht noch was an. Und das Lauterwerden-Festival im Dezember haben wir auch gemacht. Ja. Da geht es eventuell auch weiter. Und wir selber sind auch gerade noch an so einer Geschichte dran, weil wir haben natürlich auch überlegt, was machen wir. Ist ja natürlich klar, bei uns sind die Produktionen auch zurückgegangen. Klar. Die Künstler verdienen ja heutzutage sowieso schon kaum Geld. Man kann keine CDs verkaufen. Mit Streams gibt's, naja, manche verdienen Geld, aber die meisten verdienen damit kein Geld. Das einzige Geschäft ist das Live-Geschäft und das ist ja komplett zum Erliegen gebracht worden. Das heißt, die Masse an Künstlern, die haben keine Möglichkeit mehr, ein Einkommen zu erzielen dadurch. Und dementsprechend haben die natürlich auch kein Geld, was sie in einem Studio lassen können oder ja. Um eine neue CD in einem Studio aufzunehmen oder eine CD, sagt man nicht mehr, eine neue Produktion, einen neuen Track, eine neue Single, wie auch immer. Und da haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht und haben uns auch mit so Streaming beschäftigt, aber wir haben uns auch viele Sachen angeguckt, von Truckstop bis Billie Eilish, das ist alles nicht befriedigend. Die Resonanz ist auch nicht so groß und die Bereitschaft, dafür Geld zu bezahlen, ist auch nicht so groß, dass sich das kaum lohnt, das in einer vernünftigen Qualität zu machen. Also du brauchst ja ein Videoteam, du brauchst ja mindestens 4, 5, 6 Kameras, damit das nicht irgendwie so, ne, so wie hier, jetzt guckt man immer nur so in eine Richtung, ja. Sondern damit das irgendwie interessant ist. Wir hatten mit Virtual Reality Geschichten was überlegt, mit 360-Grad-Kameras, all solche Sachen, das hat alles Vor- und Nachteile, aber unterm Strich kostet das immer Summe X und dann möchte der Künstler auch noch Geld haben. Und dann ist man immer bei so einer großen Summe angekommen, dass sich das eigentlich nicht rechnet. Und ja, wir haben ganz viel recherchiert, also auch in Amerika gab es ja so Streaming-Zahlen. Man musste schon wirklich, also man konnte das an den Social-Media-Followern immer ganz gut ablesen. 0,5 bis 3% der Social-Media-Follower kaufen sich auch ein Ticket. Und das ist nichts. Also ja. Unter 4, 5, 6, 700.000 Followern auf Facebook oder Instagram muss man gar nicht anfangen, mit dem Künstler oder der Künstlerin irgendwas zu machen. Ja. Und dann hängt es von der Altersgruppe ab, je nachdem, wie Social Media affin die ist, dann landest du eben eher bei den älteren Leuten bei 0,5% oder bei den jüngeren Leuten eben bei 3% der Followerzahl. Das ist jetzt nur so eine ganz grobe Erklärung, aber das ist einfach kein... Zu wenig. Kein Geschäftsmodell, ja, genau. Deswegen haben wir das umgestellt. Wir sind jetzt mit zwei großen Firmen im Gespräch, die da interessiert sind, dass man sozusagen das nicht live macht, sondern eine schöne Produktion macht und die dann halt streamt zu einem bestimmten Datum. Also nicht live, sondern eben nur live. Mhm. Und das ist jetzt das Nächste, was passiert neben dem normalen Geschäfts. Alltag. Ja, lass uns doch über Sachen löten und reparieren. Genau, und Neumann-Preamps bauen. Lass uns doch über eine Sache nochmal kurz reden. Und zwar, was ja jetzt auch ganz viel natürlich passiert, ist, dass Leute von überall auf der Welt oder an verschiedensten Orten sozusagen zusammen gerade Songs machen. Und du hast mir einen Track hier auch gegeben, A4E heißt der, Friends Will Be Friends, eine Queen-Nummer eigentlich. Und erzähl mal, was du damit zu tun hattest oder was deine Aufgabe da noch war. Dann können wir die auch nochmal anspielen. Ja, das kam über eine Werbeagentur aus Berlin. Moco Music heißen die. Und da ging es um die Europawahl. Und da hat so eine NGO-Organisation hat irgendwie ein bisschen Geld aufgetrieben, um so einen Song zu machen, um sozusagen, das war ja damals sehr spannend, um sozusagen für mehr Einheit zu werben. Und die haben sich gedacht, sehr kurzfristig allerdings, es wäre doch toll, wenn wir einen schönen Song nehmen würden. Und aus allen europäischen Ländern, ich glaube um die 25 oder so, jeweils eine Künstlerin oder ein Künstler oder eine Band oder wie auch immer, die singen eine Zeile von diesem Song Friends Will Be Friends. Und das am Ende gibt es dann einen ganz schönen Song. Und das haben die dann auch gemacht. Und wir haben, Peter Keller und ich und noch ein paar Musiker, wir haben dann das Playback gemacht. Und dann kriegte ich halt die Vocal Files geschickt. Und das war wirklich, also die plätscherten dann tagelang, plätscherten die immer ein. Und die wurden halt unter abstrusen Bedingungen aufgenommen. Manchmal nur mit einem Diktiergerät,
manchmal mit dem iPhone in irgendwelchen Home-Studios, in professionellen Studios. Dann wurden die zu Tode gemelodynt. Auf den einen war Autotune aus der Hölle drauf. Die waren komplett kaputt komprimiert. Also da war wirklich die absolut komplette Bandbreite von allem dabei, was tontechnisch so möglich war. Und das sollten wir dann in no time sozusagen zu einem Song verpacken. Und das ging dann irgendwie, das war wirklich, ich glaube, ich habe 3-4 Stunden geschlafen, eine Woche lang. Das war einfach sonst nicht zu schaffen. Es gab ja eine Deadline. Und was ich damals noch nicht wusste, ist, dass der Song wurde dann am Ende zu Brian May geschickt und der musste sagen, ja, den können wir so veröffentlichen, ist okay. Ach krass. Das wusste ich damals noch nicht. Das hätte mir wahrscheinlich den letzten Zahn gezogen. Musst du noch den und, Segen kriegen. Genau, na klar, der ist sozusagen für solche Sachen zuständig. Und bei solchen Künstlern, sag ich mal, aus der Ecke und dem Genre und dem Stand sozusagen, da ist das nicht unüblich, wenn das dann halt einfach mal 2, 3, 4 Wochen dauert oder so. Und das ging aber nicht. Also wir haben ihm das geschickt und wir brauchten nachmittags das Feedback, weil das musste dann zum Mastering und musste dann am nächsten Tag irgendwie raus. Und da war er aber sehr kooperativ und fand es riesig und hat es sofort abgesegnet irgendwie und hat uns allen viel Glück gewünscht. Und, nice. Genau, das war so die... Und ich bin erleichtert schlafen gegangen für ein paar Tage. Super, spiel ich das mal an hier. Friends will be friends, A4E. Ja, viel Spaß. Nicht erschrecken. Für die Europawahl war das, ne? Genau, ja. Okay. Doctors on strike, what you need is a rest. It's not easy, love, but you got friends you can trust. Friends will be friends when you're in need of loving, if you care and attention. Friends will be friends with you in life and all this lost. Hold out your hand, cause friends will be friends right till the end. Now it's a beautiful day. The postman delivered a letter from your lover. Only a phone call away. You try to track him down, but somebody stole his number. Jawohl, Britta fragt schon irgendwie, ob ihr da mitgesungen habt. Habt ihr da auch mitgesungen? Nee, ne? Nee. Es gibt ein paar Produktionen, wo ich heimlich beim Mix mitgesungen habe. Oder doch nochmal was dazu aber gemacht nicht hast. Da nicht. Genau. Da nicht, nee, das war wirklich, wirklich von überall. Aber dafür ist es ganz okay geworden.
Genau. Hier kommt kurz eine Frage vom Champ-Ton. Lieber Clemens, kannst du kurz beantworten, wieso diese Sessions länger gehen als zum Beispiel gestern beim Timo? Herzliche Grüße. Das ging jetzt heute einfach so lange, weil Tim ans Studio einfach natürlich so riesig ist. Er irgendwie 1000 Sachen erklärt hat aus seinem Studio. Ist aber trotzdem ein guter Punkt. Jetzt sind wir ja schon 2,5 Stunden hier am Quatschen für euch da draußen. Es freut uns natürlich wahnsinnig, dass so viele Leute zugucken. Wir müssen aber auch langsam mal so Feierabend machen, glaube ich. So ein kleines Feierabendbierchen wäre ja auch mal noch mal ganz gut. So. Ja, obwohl ich hier schon immer dabei bin. Fand ich ja eigentlich, ich muss es einfach nochmal sagen, fand ich eigentlich irgendwie ganz geil. Ich wollte den eigentlich bringen, aber ich fand diese Astra-Werbung eigentlich irgendwie ganz gut. Impftermin, ne? War von Astra okay. Die Werbung. Impftermin, fand ich ganz lustig. Meine erste Dosis, okay. Oder meine zweite habe ich jetzt schon drin, so? Nee. Ja, ich habe nichts hier. Was ist denn da los? Schlecht vorbereitet. Ja. Also, wenn ihr noch mehr wissen wollt oder nochmal nachlesen wollt, kann ich euch Studios Spezial oder Studio Special empfehlen vom Studiomagazin. Da ist direkt das Neumann-Pult drin. Riesenartikel hier über Chefrock Studios und Tillmann vom natürlich Fritz Fey. Und Fritz Fey gibt es ja natürlich auch eine andere Connection, warum sozusagen vielleicht das sogar auf dem Cover drauf ist, weil Fritz vom Studiomagazin, der nicht nur ein hervorragender Autor ist, sondern eben auch ein totaler Studiofuchs und Akustiker, der hat mit deinem Studio auch noch was zu tun, ne? Ja, der Fritz wurde uns vor 10 Jahren wahrscheinlich von Ronald Prent empfohlen, als wir für unser altes Studio die Akustik verbessern wollten. Und da hat er den empfohlen, sagte, ja, der Fritz, der kann das irgendwie. Und dann haben wir den angerufen und dann kam der vorbei und hat gemessen und hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Und meinte, er hat in den letzten 15 Jahren nicht so einen schlimmen Abhörplatz gehört. Bei dem alten Studio. Nochmal ganz deutlich, sagen, ja. Ja, naja. Und das war super, was er dann gemacht hat. Und dann kam es ja zu diesem neuen Studio. Und da war völlig klar, dass Fritz das macht. Und das war auch eine kleine Anekdote. Das war interessant, weil der wollte nicht herkommen. Der wollte sich das nicht angucken. Und wir haben gesagt, Fritz, wir bauen hier ein Riesenstudio von Grund auf, mit schwimmendem Estrich, mit allem drum und dran. Du musst auch vorbeikommen und dir die Räumlichkeiten hier angucken. Weil dann, nö, schick mir einen Plan, schick mir einen Grundriss, schick mir, was das für Materialien sind. Ich mache das in meinem Computerprogramm, ich weiß, was ich tue. Das bringt mir nichts, wenn ich vorbeikomme. Also ich kann das machen, dann können wir eine Pizza essen, dann fahre ich wieder und ihr habt einen Tag auf der Uhr, aber es nützt mir nichts. Ja. Das ist kein Vorteil für mich. Und das war für uns wirklich, hat uns nervös gemacht. Ja, klar. Haben uns darauf eingelassen und er hat das dann geplant. Und ich weiß nicht, ich habe ungelogen mit ihm ein Jahr lang jeden Tag 1 bis 2 Stunden telefoniert. In der Planungsphase und in der Bauphase. Da bin ich ihm zutiefst dankbar. Wir haben uns auch sehr gut angefreundet in der Zeit und haben auch teilweise 3 Stunden über private Dinge gesprochen und dann am Ende noch konnte ich meine Akustikfrage irgendwie unterbringen. Das war ganz toll. Und Fritz ist ein super, super Mensch und super Akustiker und macht das alles mit Liebe. Er hat, glaube ich, schon über 300 Studios gebaut. Und der hat das alles hier designt, also den ganzen Grundriss mit uns. Wir sind, glaube ich, bei V9 sind wir gelandet. Oh, krass. Wir haben um jede Ecke gekämpft und wie können wir das machen und unterschiedliche Anordnungen und genau. Und dann ging es an die Bauphase und das passte einfach alles. Und das erste Mal, als er hierher gekommen ist, war das Studio mehr oder weniger so, wie ihr es jetzt heute gesehen habt, um die Lautsprecher einzumessen. So, und dann meint er, ja, alles klar, okay, gut, ja, so habe ich mir das gedacht, super. Wirklich? Haben wir ein bisschen gemessen. Ich meine, er wohnt in Köln, also ist jetzt nicht Köln, Hamburg ist jetzt nicht genau. So eine Distanz. Nee. Er war nie da. Nee. Unglaublich. Er war die ganzen 1,5 Jahre von Planungsbeginn bis quasi grober Baustopp war er nicht da. Das ist ja der Wahnsinn. Und genau, und dann kam er vorbei und war auch durchaus beeindruckt. Und es war wirklich, das war wirklich so, wie er sich das gedacht hat. Und also ich war sowieso happy, weil als ich hier die ersten Sagen gehört habe, das war unfassbar, unfassbar rührend. Der Tag, wo sozusagen wir angefangen haben, das Studio, das ganze Inventar, und das hatten wir in unserem alten Studio ja schon. Das war sozusagen, in einem Tag hatten wir Baustelle. Entschuldigung, ich muss mal kurz meinen Strom anschließen hier. Und am nächsten Tag haben wir alles eingeräumt
Und das war natürlich der totale Flash von wirklich Dreckklamotten bis normale Klamotten und ich sitze am Mischpult. Das waren keine 24 Stunden. Das war totaler Flash. Das war, hat auch lange gedauert, bis ich das gecheckt habe irgendwie. Aber nee, genau. Der Fritz ist, den kann ich nur empfehlen. Super. Ja, dann würde ich sagen, waren das doch hervorragende Schlussworte. Fritz Feil kann man empfehlen, Studiomagazin nochmal nachblättern, wie gesagt. Kann man auch empfehlen. Schaut da rein. Producers Network, ja? Kann man auch empfehlen. Oh, vielen Dank. Ja, es war mir eine wahre Freude, Tillmann. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder wirklich in Hamburg auf ein Bierchen. Ja. Liebe Leute, schön, dass ihr dabei wart und Fragen gestellt habt hier. Wenn ihr zu spät eingeschaltet habt, dann schaut das euch einfach nochmal auf YouTube an. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt irgendwas Nettes in die Kommentare, abonniert unseren Kanal. Muss man natürlich immer sagen, damit ihr auch wirklich nochmal ein Like da lasst, so ist ja klar. Ja. Genau, nächstes Mixmash. Wahrscheinlich in 2 Wochen. Ich bin gespannt. Ich habe noch keinen richtig am Start. Es gibt so ein paar Leute, die in der Pipeline sind, aber manche sind eben doch beschäftigt und so in dieser Zeit auch, was sehr schön ist. Ich wünsche dir vor allem ganz viel Beschäftigung in der nächsten Zeit, sei es irgendwie mit den Remote Recordings oder wieder im Studio. Also zwischendurch sieht man immer wieder Bilder. Radio Doria waren bei euch, glaube ich, auch im Studio, ne? Habe ich dann irgendwie zwischendurch auch wieder gesehen. So. Platte gemacht. Genau, Leute, die wieder recorden. Ich wünsche euch alles Gute. Schöne Grüße an Keller nochmal. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Macht's schön. Das war's für heute von Mixmash. Bis dann. Ciao.